Herzlich willkommen zum Webinar Arbeits- und Steuerrecht in Zeiten von Corona, der ETL Adversion und der Optadata. Wir haben unsere Webinarreihe ergänzt um die Themen Liquiditätssicherung und Tiertherapie, weil da unsere Lernkurve auch ständig uns gezeigt hat, dass wir diese beiden Themen gerade sehr akut bei Ihnen in der Praxis thematisiert werden. Ansonsten bleibt es bei den beiden Themen Arbeits- und Steuerrecht in Zeiten von Corona. Und wir stellen uns eben kurz vor. Wir sind die beiden Moderatoren. Sie sehen mich auf der rechten Seite. Mein Name ist Christoph Solanski. Und mich sehen Sie auf der linken Seite. Ich begrüße Sie auch im Namen der Optadata. Mein Name ist Uwe Karlin. Ja, wir haben heute, glaube ich, wieder schon die letzten fünf Seminare. Es ist jetzt das sechste Seminar und wir haben wieder sehr gute Unterstützung, sehr prominente Unterstützung in allen Bereichen. Möchte ich kurz einmal vorstellen, wer heute die Themen bespricht. Das ist einmal die Frau Jana Weikirch vom Bankhaus Bauer AG. Sie erläutert heute das Thema Liquiditäts- und Soforthilfen in der Corona-Krise, gibt einen Überblick über die Hilfsangebote des Bundes und der Länder. Wir haben Herrn Dietrich Loll von ETL Steuerrecht, der klärt Fragen zur Steuerstundungen zum Beispiel und steuerliche Liquiditätshilfen und deren Beantragungsfristen. Dann haben wir den Rechtsanwalt Dr. Uwe Schlegel von den ETL Rechtsanwälten. Er informiert zum Arbeitsrecht und setzt den Schwerpunkt auf das Kurzarbeitergeld, kurz KUK genannt. Und wir haben von der DAG, der Deutschen Arzt AG, den Andreas Dohm. Er ist Physiotherapeut und er führt ein bisschen in das Thema der Teletherapie ein. Die Chancen und die Herausforderungen, die Sie haben, das sind heute spannende Themen. Also alles rund um Sie vielleicht ein bisschen zu unterstützen in Zeiten der Krise. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Bei den ersten fünf Webinaren, die wir gemacht haben, haben wir festgestellt, dass zum einen die Teilnehmerzahlen sehr hoch sind, wir sind da im hohen dreistelligen Bereich, haben aber auch festgestellt, dass Sie als Webinar-Teilnehmer auch tatsächlich zumeist bis zum Ende geblieben sind. Also von daher glauben wir, haben wir die Themen ganz gut getroffen, auch interessant dann eben auch bis zum Ende. So, ich will gerne noch darauf hinweisen, dass wir auf der Seite heilmittel-expertenforum.de, das, was Sie jetzt sehen auf dem Bildschirm, das ist die Seite von Optadata und ETL, die gemeinschaftliche, dass wir dort eine Umfrage anbieten, zu der wir Sie bitten, daran teilzunehmen. Das ist anonym, selbstverständlich. Wir haben letzte Woche Donnerstag damit begonnen und bis Freitag die Eintragung dort ausgewertet und das möchte ich Ihnen gerne mitteilen. Mit der Bitte eben auch daran teilzunehmen und diese Chance zu nutzen, dass wir auch Zahlen für die Branche bekommen und auch die Entwicklung sehen. Zu den Punkten zum Beispiel Soforthilfe. Da ist es so, dass bis letzte Woche Freitag 60% der Praxen diese noch nicht beantragt haben. Das Kurzarbeitergeld haben dagegen 60% beantragt für ihre Mitarbeiter. Die KfW-Kredite wurden zu 93% noch nicht beantragt oder da hat man sich noch nicht drum gekümmert. In den Praxen bei den Hausbankkrediten ist es sogar so, dass da 100% noch nichts nachgefragt wurde seitens der Praxen bei ihren Banken. Wir haben festgestellt in Umfragen als Ergebnis, dass die Steuervorauszahlung einer Herabsetzung der Steuervorauszahlung zu 67% noch nicht beantragt wurde, die Umsatzsteuerherabsetzung zu 80% gar nicht geplant ist. Wir haben festgestellt, dass bei der Miete für Ihre Praxis, soweit das in Frage kommt, dass zu 80% die Miete für den Monat April komplett geleistet wurde. Also da auch nichts gestundet wird zurzeit im großen Maße. Und eine wichtige Kennziffer ist für uns auch, bis letzte Woche Freitag haben die Praxen einen Patientenrückgang von knapp 60, also 61%, knapp 60% zu verzeichnen gehabt. Also um das fortzusetzen und da auch eine Entwicklung zu sehen, würden wir Sie wirklich bitten, an dieser Umfrage auf der Seite teilzunehmen. Heilmittel-expertenforum.de. Vielen Dank.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich mit der Frau Beikirch. Ich weiß nicht, Frau Beikirch, hören Sie uns schon? Mal freischalten, kleinen Moment. Genau, wir sind wieder in ganz Deutschland mit den Präsentatoren unterwegs. So, Frau Beikirch, wir hören Sie schon. Ja, ich höre Sie. Super, jetzt nennen wir Sie noch zum Moderator, das verlangt die Technik, und dann sehen Sie auf dem Bildschirm, hoffentlich. Und dann können Sie auch direkt loslegen. Vielen Dank. Alles klar. Dann hoffe ich, Sie sehen meinen Bildschirm und Sie hören mich auch. Und dann sage ich natürlich auch herzlich willkommen von meiner Seite. Wir möchten Ihnen im Rahmen dieses Teils des Webinars jetzt zunächst einen Überblick über die Hilfsangebote des Bundes und der Länder geben und dabei einen detaillierten Blick auf die angebotenen Liquiditäts- und Soforthilfen werfen. Das bin ich beim Moderator. Ja, ich versuche jetzt hier gerade mal. Ah, jetzt komme ich weiter. Entschuldigung. So. Die Bundesregierung hat als Reaktion auf die Corona-Krise ein Maßnahmenpaket gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen geschnürt. Und dieses sogenannte Schutzschild besteht aus mehreren Säulen. Hier wird versucht, auf verschiedenen Ebenen Instrumente bereitzustellen, um die erwarteten Auswirkungen entsprechend einzudämmen. Man hat hier erkannt, dass die Hilfen aktuell schnell und unbürokratisch erfolgen müssen und dass insbesondere das Thema der Liquiditätsbereitstellung von besonderer Bedeutung sein wird. In den letzten Wochen wurden dafür die entsprechenden Maßnahmen zusammengestellt und man hat hier die Voraussetzungen für die Beantragung dieser Hilfen auch weitestgehend geschaffen. Wie Sie hier sehen, besteht dieses sogenannte Schutzschild insgesamt aus vier Säulen. Die erste Säule umfasst die Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes. Die zweite Säule besteht aus steuerlichen Liquiditätshilfen für Unternehmen. Die dritte Säule umfasst ein sogenanntes Milliardenschutzschild für Betriebe und Unternehmen. Und die vierte Säule besteht aus der Stärkung des europäischen Zusammenhalts. Im Rahmen dieses Teils des Webinars werden wir jetzt verstärkt auf die Säule 3 gucken. Wie Sie hier sehen, gliedert sich dieses Milliardenschutzschild für die Betriebe und Unternehmen insgesamt in zwei Arten von Hilfen auf. Zum einen gibt es sogenannte Soforthilfen und auf der anderen Seite sogenannte Finanzhilfen. Bei den Soforthilfen handelt es sich um Unterstützungsmaßnahmen in Form von Einmalzahlungen. Diese erfolgen im Rahmen eines steuerbaren Zuschusses und müssen in der Regel nicht zurückgezahlt werden. Die Beantragung hier erfolgt bei dem jeweils zuständigen Bundesland und es ist keine Einbindung der Hausbank erforderlich. Bei den Finanzhilfen hingegen handelt es sich um Darlehen, welche durch die Förderbanken des Bundes oder der Länder zur Verfügung gestellt werden. Diese Darlehen unterlegen dann auch einer entsprechenden Rückzahlungs- bzw. Tilgungsverpflichtung und hier erfolgt die Beantragung auch über die Hausbanken. Auf die beiden Hilfen, die hier aufgezeigt sind, möchte ich jetzt noch etwas detaillierter eingehen, und zwar zunächst auf die Soforthilfen. Diese sogenannten Soforthilfen stehen Kleinstunternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Selbstständigen und Angehörigen der freien Berufe zu. Um den Zuschuss hier beantragen zu können, darf Ihr Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern nicht überschreiten. Das heißt, hier liegt der Fokus dieser Hilfe ausschließlich auf kleineren Betrieben. Zielsetzung dieser Soforthilfe ist es, die wirtschaftliche Existenz der Antragsteller zu sichern und ihnen liquide Mittel zur Überbrückung ihrer Liquiditätsengpässe bereitzustellen. Dabei ist es ganz wichtig zu beachten, dass dieser Liquiditätsengpass ausschließlich aufgrund fehlender betrieblicher Erträge bzw. dem konstant bleibenden Sach- und Finanzaufwand Ihres Unternehmens entstehen darf. Private Kosten dürfen bei der Bemessung dieses Liquiditätsengpasses keine Berücksichtigung finden. Um diesen Zuschuss zu erhalten, ist es zudem entscheidend, dass Ihr Unternehmen ausschließlich infolge der Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen ist.
Das heißt konkret, dass das Unternehmen nicht vor März 2020 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen sein darf. Es ist so, dass Sie diese Voraussetzungen in der Regel bei der Antragstellung nicht in Form von Dokumenten nachweisen müssen, aber Sie müssen versichern, dass eine akute Liquiditätsnot in Zusammenhang mit dieser Corona-Pandemie entstanden ist. Es ist in dem Zusammenhang auch davon auszugehen, dass die Berechtigung für den Zuschuss nach der Krise, beispielsweise im Rahmen der Steuererklärung für das Jahr 2020, dann auch geprüft wird. Falschangaben bei der Beantragung des Zuschusses werden als Tatbestände eines Subventionsbetruges gewertet. Insofern ist es ja, glaube ich, ganz wichtig, dass man sorgsam prüft, ob man die Voraussetzungen für diese Soforthilfen auch erfüllt. Und es ist sicherlich auch ganz sinnvoll, hier in die Abstimmung mit seinem Steuerberater zu gehen. Bei der Höhe der Soforthilfe ist es entscheidend, wie groß Ihr Unternehmen ist und konkret, wie viele Mitarbeiter Sie haben. Die Anzahl der Mitarbeiter wird dabei in sogenannten Vollzeitäquivalenten berechnet. Die Soforthilfen des Bundes belaufen sich auf maximal 9.000 Euro für Unternehmen mit einer Anzahl von bis zu 5 FTE, also FTE sind diese Vollzeitäquivalente, und auf maximal 15.000 Euro für Unternehmen bis zu 10 FTE. Zum Teil haben die Bundesländer ergänzende Zuschüsse des Landes noch bereitgestellt, beispielsweise aufgrund besonderer regionaler Probleme oder Spezifika. Das heißt, die Gesamthöhen der Soforthilfen können hier von Bundesland zu Bundesland etwas variieren. Es gibt auch Unternehmen, die Zuschüsse, es gibt auch Bundesländer, Entschuldigung, die ihre Zuschüsse für Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl größer 10 FTE bereitstellen. Das heißt, hier ist es ganz entscheidend, dass Sie gucken, wie die Regelung in Ihrem Bundesland ist. Die Antragstellung ist im Falle der Soforthilfen elektronisch. Das heißt, die Bundesländer haben hier Antragsstrecken auf den jeweiligen Homepages der Länder oder der Förderbanken der Länder bereitgestellt. Und inzwischen haben auch alle Bundesländer diese Antragsstrecken freigeschaltet. Die erforderlichen Angaben, die Sie in diesem Antrag machen müssen, sind vergleichsweise gering. Das heißt, Sie müssen Angaben zu Ihrem Unternehmen machen, Sie müssen kurz aufführen, aus welchen Gründen Sie durch die Corona-Pandemie in eine Liquiditätsnot geraten. Sie müssen Ihre Bankverbindung angeben und Sie müssen eben diverse Zusicherungen abgeben, dass Sie die Voraussetzungen für die Gewährung dieses Zuschusses hier auch erfüllen. Teilweise ist es so, dass Sie auch noch ergänzende Unterlagen einreichen müssen oder hochladen können. Dies variiert aber tatsächlich von Bundesland zu Bundesland. Ich denke, mit der Übersicht, die Sie hier auf dieser Folie sehen, wären Sie auf jeden Fall ganz gut gerüstet, um diesen entsprechenden Antrag in die Wege zu leiten. Bei der Auszahlung der Soforthilfen ist es so, dass diese wohl innerhalb von wenigen Tagen erfolgen soll. Und ich glaube, die bisherigen Rückmeldungen, die man in dem Zusammenhang bekommen hat, war auch so, dass hier tatsächlich eine relativ kurzfristige Auszahlung erfolgt ist. Das war jetzt der Überblick über die Soforthilfen und nun würde ich ganz gerne noch was zu den sogenannten Finanzhilfen sagen. Bei den Finanzhilfen handelt es sich um Darlehen, welche zum Beispiel über die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, zur Verfügung gestellt werden. Die KfW ist eine Förderbank des Bundes. In Zusammenhang mit der Corona-Krise hat die KfW ein sogenanntes Sonderprogramm 2020 auferlegt. Und das besteht aus mehreren Programmen, die jeweils unterschiedliche Produkte bzw. Unternehmensgrößen bedienen. Die Mittel für dieses Sonderprogramm sind unbegrenzt und die Beantragung erfolgt hier über die jeweilige Hausbank. Die vier Programme, die die KfW hier im Rahmen der Corona-Krise anbietet, die würde ich jetzt ganz gerne noch einmal vorstellen. Und zwar sehen Sie hier auf der linken Seite den sogenannten ERP-Gründerkredit universell. Im Rahmen dieses Programms stellt die KfW Investitions- und Betriebsmittelkredite für junge Unternehmen zur Verfügung.
Konkret bedeutet jung in diesem Falle bis 5 Jahre nach Gründung. Das Programm hat Darlehenslaufzeiten von bis zu 5 Jahren und die KfW übernimmt bei diesem Programm in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße eine Haftung gegenüber der Hausbank. Diese beläuft sich auf 80 bzw. 90%. Das heißt, das Risiko der Hausbank reduziert sich auf 10 oder 20%, gerechnet auf den Kreditbetrag. Die Konditionen für dieses Programm wurden im Rahmen der Corona-Krise nochmal angepasst. Die Zinsspannen sehen Sie hier und auch das Antragsverfahren wurde erleichtert. Auf der rechten Seite sehen Sie den sogenannten KfW-Unternehmerkredit. Dieser steht ebenfalls kleinen und mittleren Unternehmen zur Verfügung und dient auch der Bereitstellung von Darlehen für Investitionen oder Betriebsmittel. Die Bedingungen hier sind sehr ähnlich wie bei dem ERP-Gründerkredit. Das heißt, wir haben hier auch eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Wir haben auch eine gestaffelte Haftungsübernahme von 80 bzw. 90%. Und auch hier ist es so, dass das Kreditantragsverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Krise nochmal angepasst wurde. Die Konditionen für den Kredit sind analog dem ERP-Gründerkredit. Das dritte Programm im Rahmen dieses KfW-Sonderprogramms ist der sogenannte KfW-Schnellkredit für den Mittelstand. Dieses Programm wurde in den letzten Tagen durch die Bundesregierung und die KfW auf den Weg gebracht. Und die Rahmenbedingungen hierfür wurden auch schon beschlossen. Aber es ist so, dass dieser KfW-Schnellkredit aktuell noch nicht beantragt werden kann. Aussagegemäß ist aber hier wohl eine kurzfristige Beantragung möglich. Die Besonderheit bei diesem Programm ist, dass hier eine 100%ige Haftungsübernahme durch die KfW erfolgen soll. Das heißt, die Kreditbewilligung ist in diesem Falle ohne eine Risikoprüfung durch die Hausbank erforderlich. Hier bei dem Produkt orientiert sich der maximale Kreditbetrag an den Monatsumsätzen des Unternehmens und der Anzahl der Mitarbeiter. Die definierten Höchstgrenzen liegen hier bei 500.000 Euro für Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern und bei 800.000 Euro für Unternehmen bis zu 249 Mitarbeitern. Aufgrund dieser aufgezeigten 100%igen Haftungsübernahme durch die KfW ist der Zinssatz bei diesem Programm etwas höher und beläuft sich hier auf die genannten 3%. Auf der rechten Seite sehen Sie dann das vierte Programm der KfW. Dies ist die sogenannte Direktbeteiligung für Konsortialkredite. Dieses Angebot richtet sich im Vergleich zu den anderen Programmen an mittelständische und große Unternehmen. Das heißt, hier reden wir wirklich von, ich sag mal, großvolumigen Investitionen, bei denen sich die KfW dann als Partner gemeinsam mit der Hausbank an diesen Finanzierungen beteiligt. Die Rahmenbedingungen hier sind aufgrund der entsprechenden Größenordnung und der Individualität, die hier gegeben ist, individuell zwischen der KfW und der Hausbank abzustimmen. Ja, neben der KfW hat eigentlich auch jedes Bundesland noch eine eigene Förderbank und diese Förderbanken stellen ebenfalls Programme im Bereich der Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionen zur Verfügung. Die Programme sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und zum Teil haben die Bundesländer auch schon im Rahmen ihrer Landesförderbanken spezifische Corona-Programme auferlegt oder sie haben die Bedingungen aufgrund der Corona-Krise entsprechend angepasst. Es gibt auch einige Landesförderbanken, die neben spezifischen Kreditprogrammen zum Beispiel auch Beteiligungsfonds oder Mezzaninfonds anbieten. Das heißt, die Banken stellen zum Teil nicht nur Fremdkapital, sondern auch eigenkapitalnahe Mittel zur Verfügung. Auf dieser Seite haben wir Ihnen mal eine Übersicht über die Förderbanken der Bundesländer sowie eine Auswahl der angebotenen Produkte zusammengestellt. Je nach Sitz des Unternehmens macht es sicherlich Sinn, bei der Prüfung der Finanzhilfen mal zu gucken, was denn die Landesförderbanken hier bereitstellen und gemeinsam mit der Hausbank zu eruieren, ob eventuell auf Ebene der Landesförderbanken hier vielleicht Lösungsinstrumente für den Liquiditätsengpass genutzt werden können.
Ja, neben den bereits aufgeführten Instrumentarien, die hier im Bereich der Finanzhilfen zur Verfügung stehen, gibt es noch eine weitere Komponente und das ist die Möglichkeit, die Bürgschaftsbanken hier mit einzubinden. Die Bürgschaftsbanken werden dabei als quasi Sicherheitskomponente in die Finanzierung mit einbezogen. Hier ist es analog der anderen Programme sehr ähnlich, dass das Unternehmen vor der Krise ein tragfähiges Geschäftsmodell aufgewiesen hat. Und die Bürgschaftsbank stellt in diesem Zusammenhang dann Bürgschaften ebenfalls für Betriebsmittel oder Investitionsfinanzierungen zur Verfügung. Der Maximalbetrag der Bürgschaft liegt dabei bei 90% des Kreditobligos. Ja, da die Hausbanken ja für die Beantragung der Finanzhilfen grundsätzlich in die Lage versetzt werden müssen, eine Risikoeinschätzung vorzunehmen, ist es in der Regel auch erforderlich, dass die Unternehmen entsprechende Unterlagen bei der Hausbank einreichen. Auf dieser Seite sehen Sie mal eine Übersicht über die potenziellen Unterlagen, die hier eventuell eingereicht werden müssen. Es wird bei der Beantragung der Finanzhilfen wichtig sein, dass ein Unternehmen seinen Liquiditätsbedarf beziffern kann und auch, dass sich aus den wirtschaftlichen Unterlagen eine Kapitaldienstfähigkeit ableiten lässt. Denn losgelöst von allen Umständen im Rahmen der aktuellen Corona-Krise wird auch weiterhin die Kapitaldienstfähigkeit eines der wichtigsten Kriterien sein, um einen entsprechenden Antrag dann auch erfolgreich einzureichen. Welche Unterlagen Sie für das jeweilige Programm konkret benötigen, sollten Sie auf jeden Fall in einem individuellen Gespräch mit Ihrer Hausbank in Erfahrung bringen und da auf die einzelnen Programme mal eingehen. Ja, damit wären wir schon am Ende dieses Überblicks über die Finanz- und Soforthilfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie mit den gewonnenen Informationen nun einen etwas detaillierteren Überblick über die aktuellen Angebote gewinnen konnten. Ja, Frau Beikirch, recht herzlichen Dank. War sehr informativ und ich glaube auch verständlich. Ansonsten wird natürlich auch die Präsentation wieder hinterlegt auf unserer Seite heilmittel-wertforum.de. Es sind auch ein, zwei Fragen reingekommen. Das eine ist jetzt, was sind private Kosten? Weil die sind ja bei der Beurteilung nicht ausschlaggebend. Können Sie da noch was zu sagen? Ja gut, also grundsätzlich, ich glaube, es ist schwierig teilweise gerade bei den Einzelunternehmen zu differenzieren, aber Sie können zum Beispiel keine private Miete oder keine privaten Haushaltskosten hier anrechnen. Also Sie können wirklich nur Ihre Bürokosten und die Sachaufwendungen, die auch wirklich betrieblich eingesetzt werden, hier einrechnen und nicht die entsprechenden Kosten, die auf der Privatseite sind. Das würde ich aber tatsächlich dann im Detail auch nochmal mit meinem Steuerberater abstimmen, was jetzt genau betrieblich und was privat zu rechnen ist. Je nachdem, in welcher Unternehmensform man sich bewegt, ist die Aufsplittung da ja immer etwas schwieriger. Vielen Dank. Grundsätzlich können Sie gerne Fragen stellen im Bereich Fragen, einfach Ihre Frage formulieren und losschicken. Dann haben wir die hier auf dem Bildschirm, wie jetzt zum Beispiel die nächste Frage. Ich lese sie einfach mal vor. Bei der Soforthilfe ist ja der Liquiditätsengpass festzustellen. Vermutlich werden viele Praxen Rücklagen haben für zukünftige Investitionen. Müssen diese für die Liquidität des Unternehmens herangezogen werden oder wird für die Berechnung zum Beispiel nur der aktuelle Umsatzeinbruch berechnet? Also grundsätzlich ist es so, dass Sie ja bei der Liquidität auf die Mittel, also der Engpass ergibt sich ja auch daraus, dass Sie im Zweifel die Rücklagen mit einrechnen müssen. Also detailliert würde ich jetzt auch auf den Steuerberater verweisen, aber ein Engpass muss ja entstehen. Und wenn Sie auf dem Konto entsprechende Gelder haben, dann entsteht in dem Moment ja erstmal kein Liquiditätsengpass, weil Sie den ja erstmal aus Ihren Rücklagen bedienen könnten. Na, das heißt, es kann natürlich sein, dass diese Gelder langfristig gebunden sind. Das sind dann nochmal, ich sag mal, individuelle Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Grundsätzlich ist es aber so, wenn Rücklagen da sind, dann sind das auch frei verfügbare Liquidität und dann ist das auch entsprechend mit zu berücksichtigen und der Engpass ist dann auch tatsächlich nur auf den Teil zu berechnen, der nicht durch diese Reserven gedeckt werden kann. Eine Frage noch, die Kapitaldienstfähigkeit, was ist das?
Bei der Kapitaldienstfähigkeit, das ist eigentlich das Wort dafür, dass Sie in der Lage sind, Ihren Kredit zu bedienen. Das heißt, die Banken prüfen ja dann Ihre Einnahmen, die Sie im Rahmen zum Beispiel einer entsprechenden Rentabilitätsplanung haben und halten dagegen, was Sie für Sachaufwendungen, Personalaufwendungen haben. Und letzten Endes ist es erforderlicher, dass Sie, ich sag mal, monatlich oder jährlich einen gewissen Überschuss erwirtschaften, um das Darlehen auch zurückzuzahlen. Und das ist eigentlich, was diese Kapitaldienstfähigkeit aussagt. Es wird geguckt, ob, wenn die Erträge gegen die Kosten gerechnet werden, dass dann auch noch ein entsprechender Betrag übrig bleibt, um die Darlehen zu tilgen innerhalb der definierten Laufzeit. Und zwar meistens wird dann auch so geguckt, dass dann, also ich sag mal, sie immer noch einen gewissen Puffer haben und das nicht ganz eng kalkuliert wird. Und das ist eigentlich unter dem Begriff Kapitaldienstfähigkeit zu verstehen. Ja, vielen Dank. Um den Zeitrahmen nicht insgesamt zu überstrapazieren, noch eine Frage von einer Teilnehmerin. Ich habe den Zuschuss erhalten und man hatte mir berichtet, dass 5.000 Euro auch für Unternehmergehälter benutzt werden können. Wie sehen Sie das? Also grundsätzlich ist es so, dass der Teil für die betrieblichen Kosten gedeckt wird. Insbesondere für das Thema der Gehälter wurden ja auch noch andere Instrumentarien bereitgestellt, wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld. Grundsätzlich ist es aber so, wenn das Unternehmergehälter sind, sind das ja definierte betriebliche Kosten. Und von daher würde ich das auch erstmal so werten, dass Sie diesen Zuschuss da auch entsprechend für verwenden können. Wunderbar. Frau Beikirch, sehr herzlichen Dank, dass Sie mich vom Bankhaus Bauer da Informationen zu geben. Ich glaube, die hängen wahrscheinlich auch täglich Stunden am Telefon. Und von daher recht herzlichen Dank, dass Sie hier heute für die Optadata und die ETL da vom Bankhaus Bauer Rede und Antwort gestanden haben. Dann würde ich mich bedanken und würde weitergeben an den Herrn Loll. Wir schalten mal eben frei. So, der Herr Loll ist da, das haben wir schon gesehen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir ihn noch als Moderator einstufen. Und vor allen Dingen, dass wir ihn auch hören können. So, ich glaube, hören können wir ihn jetzt im Moment. Hallo, Herr Loll. Ja, hallo und willkommen von meiner Seite. Endlich darf ich auch was sagen. Ja, aber Sie dürfen noch nicht zeigen. Das ändert sich jetzt gleich. Ja. Ja. Die Vorstellung sehen wir schon, Ihre Person, und dann legen wir los. Jo, wunderbar. Ja, vielen Dank allen Beteiligten, auch vielen Dank Frau Beikirch für diesen sehr interessanten Vortrag. Zu der einen oder anderen Frage werde ich auch gleich nochmal eingehen, die Frau Beikirch schon absolut richtig beantwortet hat. Da habe ich aber nochmal ein, zwei Praxiserfahrungen gemacht, vielleicht helfen die Ihnen auch weiter. Denn bei uns kommen hier in der Zentrale der ETL auch viele, viele Fragen zu allen möglichen Themen an. Und also ich stelle immer wieder fest, das Allerwichtigste ist, dass Sie sich da draußen über Ihre Liquidität im Klaren sind. Was habe ich noch auf dem Konto? Dazu kam ja auch gerade eine Frage, da würde ich gleich auch gerne noch mal was zu sagen. Und dann muss ich halt schauen, was habe ich denn jetzt in nächster Zeit noch alles zu bezahlen? Also wem schulde ich etwas? Dann geht es ja wohl weg vom Konto. Aber vielleicht habe ich ja auch noch Schuldner, die mir Geld schulden. Und dann stellt sich für mich dann immer die Frage, was kann ich denn da eintreiben? Wie realistisch ist, dass ich von meinen Schuldnern noch etwas bekomme? Und so muss man dann schon ein bisschen in einer Art Glaskugel dann mal schauen, was werde ich denn so in den nächsten Wochen und Monaten an Geld auf dem Konto haben? So, jetzt ist gerade die Frage gestellt worden, was ist denn jetzt hier so mit meinem Privatgeld? Muss ich das jetzt hier auch mit einberechnen, ja oder nein? Frau Beikirch hat es versucht, ich werde es auch versuchen, warum wir da so ein bisschen rumeiern. Dieses ganze Thema ist nicht so ganz einfach. Also, so mit, dass man das irgendwie in die Liquiditätsberechnung mit aufnimmt, das ist einfach. Aber im Endeffekt brauchen wir diese Liquiditätsberechnung oder brauchen Sie die, weil davon eine ganze Menge Entscheidungen abhängen. Zum einen, bin ich denn berechtigt oder sollte ich staatliche Hilfen in Anspruch nehmen?
Also einmal diese Corona-Soforthilfen, von denen Frau Bayer-Kirch auch schon erzählt hat, ja, die eben so ein paar tausend Euro ausmachen. Reicht mir das oder muss ich wirklich mehr Geld in Anspruch nehmen, weil ich sehe, aha, ich muss jetzt viele, viele Monate überbrücken. Muss ich vielleicht einen Kredit aufnehmen? Gehe ich zu meiner Hausbank? Beantrage ich KfW-Mittel? Reicht es, wenn mein Kontokorrentkredit ein bisschen aufgestockt wird? Und dann eben so entscheidende Fragen wie, kann ich denn überhaupt noch meine Gehälter zahlen oder muss ich dann vielleicht Kurzarbeitergeld zahlen? Also von daher von dieser Frage, wie lange reicht mein Geld noch, hängt viel ab. Wie gesagt, Privatgeld, betriebliches Geld, das ist alles so an sich einfach. Warum die Frage entscheidend wird, ist gerade, wenn ich mich an den Staat wende und von dem Geld haben möchte, da wird diese Frage tatsächlich sehr, sehr entscheidend und sehr wichtig und total unklar. Ich habe eine Minute bevor hier das Webinar anfing, eine E-Mail bekommen vom Berlin-Brandenburgischen Steuerberaterverband, der genau zu diesen Themen auch etwas geschrieben hat, weil wir alle Berater da ein bisschen rumeiern und uns fragen, was sind denn jetzt eigentlich die genauen Voraussetzungen, die ich erfüllen muss? Zum Beispiel, wenn ich diese staatliche Soforthilfe beantrage, zum Beispiel diese 9.000 Euro, die der Bund mir zur Verfügung stellt. Was muss ich denn da wirklich für erfüllen, damit ich da auch auf der sicheren Seite bin? Denn Frau Bayer-Kirch hat zu Recht gesagt, wenn ich falsche Angaben mache und einfach nur behaupte, mir geht's schlecht aufgrund von Corona und zu viel Geld vom Staat bekomme oder überhaupt Geld vom Staat bekomme, dann begehe ich Subventionsbetrug. Da bin ich sofort in der Strafbarkeit und da kommt dann gleich der Staatsanwalt an und das kann schon echte Konsequenzen haben. Von daher ist es schon wichtig, was kann ich denn da angeben? Und auch der Steuerberaterverband Berlin-Brandenburg, der sehr eng mit den Förderbehörden im Kontakt steht, hat auch gesagt, es gibt dazu noch nichts von staatlicher Seite. Das ist alles mit absolut heißer Nadel gestrickt. Von daher müssen wir jetzt halt irgendwas machen, aber wir wissen nicht, was das für Konsequenzen hat. Man geht davon aus, wenn wir jetzt hier ungefähr denken, ja, wir werden in Schieflage geraten und wir beantragen den Maximalbetrag, der mir zur Verfügung steht, dann wird das normalerweise keine wirklichen Konsequenzen haben, wenn ich dann doch nicht so viel Geld brauche. Aber wie gesagt, man weiß im Augenblick noch nicht so richtig, wo es lang gehen soll. Die Frage war jetzt, privates Geld, muss ich das mit einrechnen? Da sind die einzelnen Bundesländer auch sehr, sehr unterschiedlich in ihren Ansichten. Bayern ist da am strengsten und hat noch am meisten dazu geschrieben. Also wenn Sie staatliche Hilfen beantragen, zum Beispiel diese Soforthilfe, hat Bayern gesagt, all das, was nicht liquide Mittel sind, also private liquide Mittel sind, das musst du nicht einsetzen. Also, wenn du privat eine Immobilie hast, dann ist das fest angelegtes Geld, die musst du nicht verkaufen. Wenn du eine Lebensversicherung hast, die musst du nicht veräußern, kannst du behalten. Jetzt fällt mir gerade das dritte Beispiel von denen nicht mehr ein. Jedenfalls fest angelegte Sachen, ja genau, Aktien. Aktien muss ich auch nicht veräußern, die kann ich auch behalten. Aber alles andere, was ausgespart worden ist, zum Beispiel, wenn ich Geld auf dem Girokonto habe oder Geld auf dem Sparbuch, was ich sofort in Cash verwandeln kann, dann ist das schon Geld, was ich mit berücksichtigen werden muss. Und wenn ich da eben meine Millionen noch habe, dann werde ich nicht berechtigt sein, staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Also von daher, jedenfalls, was ich bei Bayern und NRW von den Seiten so für mich mitnehme, alles, was private liquide Gelder sind, die muss ich in diese Liquiditätsberechnung mit einbeziehen. So, wie gesagt, dann unsere Empfehlung ist, sprechen Sie mal mit Ihren Gläubigern, sprechen Sie mit Ihren Schuldnern. Kann man da noch irgendetwas machen, dass man zum einen auf der einen Seite erstmal Geld spart und auf der anderen Seite möglichst schnell seine Kohle von den Schuldnern bekommt? Ein wichtiger Punkt, da habe ich Ihnen mal mitgebracht, weil diese Frage in der Praxis uns jetzt auch immer mehr und mehr beschäftigt. Der Gesetzgeber hat ein sogenanntes Moratorium erlassen vor nun auch in der Zwischenzeit 2 Wochen. Klingt erstmal sehr morbide, Moratorium, heißt eigentlich nur Aussetzung, praktische Stundung für alle möglichen Dinge, die wir schulden. Und es gibt da auch ein Moratorium für Kredite. Jetzt muss Frau Bayer-Kirch mal weghören, als auch für Mietzahlungen. Und da hat sich der Gesetzgeber das Folgende gedacht. Wenn Sie einen Kredit aufgenommen haben, als normale Privatperson, ja, das BGB, das bürgerliche Gesetzbuch, spricht da von Verbraucher, wenn Sie da einen Kredit aufgenommen haben, dann sind Sie berechtigt, wenn Sie durch Corona in eine Schieflage geraten sind, den Kreditgeber anzusprechen und zu sagen, pass auf, ich kann jetzt erstmal bis Ende Juni meine Raten nicht zahlen und dann wird es für Sie auch keine negativen Konsequenzen haben.
wenn Sie für Ihre Praxis einen Kredit aufgenommen haben, also als Unternehmer, dann haben Sie diese Möglichkeit nicht. Jedenfalls nicht nach dem Gesetz. Es kann immer eine gute Empfehlung sein, zu seinem Kreditgeber zu gehen und zu sagen, pass auf, mir geht's gerade nicht so gut, ich kann hier das Geld nicht zahlen. Gibst du mir so eine Stundung? Aber jedenfalls nach dem Gesetz hätte man für seine Praxiskredite keine gesetzliche Stundungsmöglichkeit. Hinsichtlich der Mieten sieht es anders aus. Also wenn Sie Ihre Praxisräume gemietet haben, dann haben Sie aufgrund des Gesetzes die Möglichkeit, eben auf Ihren Vermieter zuzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt erstmal bis Ende Juni, und diese Fristen, die können noch verlängert werden durch dann die Bundesregierung, aber jetzt erstmal gesetzlich vorgesehen ist bis Ende Juni, möchte ich gerne die nächsten Raten für meine Praxismiete nicht zahlen. Und das muss dann eben der Vermieter auch so akzeptieren und er kann ihn aufgrund dessen auch nicht kündigen. Ja, das ist also eben so ein Aspekt, geh doch mal auf deine Gläubiger zu. Hier kann man also tatsächlich was machen und erstmal eine Aussetzung der Zahlungen für sich einfordern. Heißt aber immer natürlich nur Aussetzung, Stundung. Irgendwann werde ich dieses Geld wieder zahlen müssen. Das ist also jetzt nicht so, dass mir das komplett erlassen wird. Ich muss es nur jetzt nicht zahlen. Ja. Und dann hat sich unser Staat gefragt, okay, wie können wir denn den Menschen da draußen noch helfen, den Unternehmen, die stört ja jetzt jede Zahlung und eine der großen Zahlungen, die wir alle irgendwie zu leisten haben, sind die Steuern, um mal so ganz pauschal zu sagen. Und da hat sich dann das Bundesfinanzministerium gedacht, wie können wir da helfen? Und auf der rechten Seite sehen Sie, dass man genau vor exakt 3 Wochen ein Schreiben herausgegeben hat, wo die oberste deutsche Bundesverwaltung dann gesagt hat, pass auf, wir stellen uns das Folgende vor. Das will ich Ihnen gleich zeigen. Und zwar in 3 Handlungsempfehlungen. Erst einmal, wenn wir uns vorstellen, dass Sie zum Beispiel im Jahr 2019 für 2018 Ihre Steuererklärung abgegeben haben. Sagen wir mal, Sie sind Physiotherapeut und haben eine Einkommensteuer abzugeben hinsichtlich Ihrer Einkünfte. Dann wird das Finanzamt in der Zwischenzeit Ihre Steuererklärung veranlagt haben und Ihnen einen Bescheid zugeschickt haben, in dem drin steht, bitte zahl für das Jahr 2018. Ja, und jetzt der Fall, Sie haben gut gewirtschaftet, bitte zahlen noch Steuern nach. Das heißt also, in der Zwischenzeit sind für Sie Steuerzahlungen fällig, die Sie zu zahlen haben. Und genau für diese Fälle hat sich die Finanzverwaltung gedacht, super, da können wir helfen. Diese fälligen Zahlungen können wir stunden. Und erstaunlicherweise habe ich noch nie erlebt, obwohl ich auch nun schon lange im steuerlichen Bereich unterwegs bin, hat die Finanzverwaltung von sich aus selber ein Antragsformular erstellt. Den ersten Teil sehen Sie auf der rechten Seite, das von der bayerischen Finanzverwaltung. Man sieht, sie wollen das ganz einfach halten. Man muss nur noch seinen Namen eintragen, Finanzamt eintragen und dann unten die Steuerart und den Zeitraum eingeben, also Einkommensteuer 2018 einfach nur ankreuzen. Und auf der nächsten Seite werden wir sehen, muss ich nur noch Datum, Unterschrift und dann kann ich das Ding losschicken. Dann habe ich meinen Antrag gestellt. Die Begründung, warum ich jetzt eine Stundung haben möchte, sieht man hier auch schon. Unter dem erstens ist es von den Bayern sogar schon vorgegeben, ja, wegen Corona geht es mir nicht gut und ich brauche deshalb eine Stundung. Da muss ich gar nichts mehr schreiben. Und das ist tatsächlich ein Novum, weil diese Stundungsanträge bisher von der Finanzverwaltung immer sehr, sehr skeptisch gesehen worden sind und in vielen, vielen Fällen negativ beschieden worden sind, weil man viele, viele Voraussetzungen erfüllen musste, um eine Stundung zu bekommen. Man musste ein guter Steuerschuldner sein, in den letzten Jahren sich also immer pünktlich seine Steuererklärung abgegeben haben, immer pünktlich sein Geld gezahlt haben. Sonst hat man so eine Stundung schon nicht bekommen. Und da musste man sehr ausführlich mitteilen, warum man in Schieflage geraten ist und dass man aber doch in der Lage sein wird, das Geld zurückzuzahlen. Das alles müssen wir hier nicht mehr machen. Und der zweite Knaller, den uns die Finanzverwaltung hier mitgibt, ist, dass diese Stundung zinslos sogar sein soll. Das ist nach dem Gesetz eigentlich nicht vorgesehen. Nach dem Gesetz müssen eigentlich bei Stundungen Zinsen genommen werden, und zwar in Höhe von 6% im Augenblick noch pro Jahr. Das wird aber durch dieses BMF-Schreiben hier auch aufgehoben und zinslose Stundung sogar gewährt. Also wir müssen nicht mal Zinsen zahlen. Für wie lange können wir diese Stundung beantragen? Das Schreiben der Finanzverwaltung sieht es vor, dass wir die Möglichkeit haben, im Augenblick maximal bis zum Ende des Jahres diese Stundung zu beantragen.
Bitte denken Sie, jetzt sind wir wieder auf der linken Seite bei den Bullet Points daran, ich muss jetzt nicht nur zum Beispiel meine Einkommensteuerstunden, denken Sie bitte auch an alle anderen Steuern, die Sie so zu zahlen haben, die Sie jetzt vielleicht in nächster Zeit auch belasten. Wenn Sie ein eigenes Grundstück haben und Grundsteuer zu zahlen haben, da könnte man dran denken, wenn man durch Corona in Schieflage geraten ist, diese Steuerstunden zu lassen. Wenn Sie Kfz haben, und ich denke da an viele Mandanten von uns, die dann zum Beispiel als Physiotherapeuten viele Therapeuten draußen rumfahren haben, normalerweise mit Autos einen richtigen Fuhrpark haben, da kann die Kfz-Steuer auch ein bisschen was ausmachen. Auch die kann man stunden lassen. So, der zweite Aspekt ist, den uns die Finanzverwaltung mitgibt. Wenn wir wieder bei unserer Steuererklärung 2018 sind und das Finanzamt feststellt, Mensch, der hat ja wirklich super gehaushaltet und hat hier richtig viel Geld gemacht. Für 2019, für 2020 wird er seine Steuererklärung erst später wieder abgeben. Da wird er ja wahrscheinlich auch wieder Steuern nachzahlen müssen. Das ist ja ein Kredit, den wir dem Steuerpflichtigen geben. Das wollen wir nicht. Machen wir es doch andersrum. Lassen wir doch den Steuerpflichtigen die voraussichtlichen Steuern einfach vorauszahlen. Dann haben wir schon mal das Geld. Und dann gucken wir in der Steuererklärung, ob das genug Vorauszahlungen waren oder zu wenig, und dann gleichen wir es da wieder drüber aus. So, diese Steuervorauszahlungen sind alle Vierteljahre fällig, 10. März, 10. Juni, aha, kommt also irgendwann auch demnächst, 10. September und 10. Dezember. Und wenn wir da den Eindruck haben, das werden wir wahrscheinlich auch nicht hinkriegen und die belasten uns ganz schön, dann hat uns die Bayerische Finanzverwaltung hier eben dann auch unter dem Punkt 2 nochmal die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel bei der Einkommensteuer einfach wieder ein Kreuzchen zu machen und dann zu sagen, ab wann hätten wir das gerne. Und dann brauche ich nur den Betrag eintragen, den, auf den ich diese Vorauszahlung herabgesetzt haben möchte. Und wenn ich da eine Null eintrage, dann ja, muss ich erstmal nichts zahlen. Das Ganze muss dann aber schon ein bisschen auch mit meiner Liquiditätsplanung übereinstimmen. Ne? Also wir befinden uns hier auch, Achtung, da ist nämlich der Hinweis, im Bereich der Steuerhinterziehung, wenn wir dem Finanzamt einfach suggerieren, wir hätten kein Geld und deshalb die Steuervorauszahlungen herabgesetzt werden. Also wir müssen uns schon relativ sicher sein, dass es uns schlecht gehen wird im Juni, wenn die nächste Zahlung ansteht. Und dass deshalb die Vorauszahlung herabgesetzt werden muss. Also wenigstens ungefähr sicher sollten wir uns sein. Ich weiß, es ist alles Glaskugel im Augenblick, aber wenn wir denken, wir haben da kein Geld, dann sollten wir das am besten auch, wenn Sie so eine Berechnung haben, die dann auch bei sich in den Akten haben, falls das Finanzamt nochmal nachfragt, nicht, dass Sie sagen, ja, das war Steuerhinterziehung. Aber grundsätzlich alles ganz einfach. Ne? Ich kreuze an, ich trage den Betrag ein und dann unterschreibe ich. Schöne Grüße und schicke das an das Finanzamt ab. Kleiner Tipp hier aus der Praxis. Die Finanzämter sind auch alle im Homeoffice. Die ganzen Beamten, die wollen nichts mehr mit Papier zu tun haben. Müssen sie ja jedem ihr Schreiben hinterher schleppen. Die hätten das gerne elektronisch. Also von daher, wenn Sie so einen Antrag stellen, bitte faxen an das Finanzamt oder einscannen, per E-Mail rüberschicken oder über sonstige Steuerprogramme, die Möglichkeit haben, mit dem Finanzamt zu kommunizieren, da hochladen. Dann kommt es elektronisch beim Finanzamt an und dann können die es auch leichter an die Sachbearbeiter weiterleiten und dann wird Ihr Antrag auch schneller beschieden. Ansonsten, wenn es per Papier geht, dann kann das wahrscheinlich ein paar Wochen dauern. Das wollen wir ja auch nicht. Also von daher, elektronisch bitte. Die Praxisbeispiele haben wir gemacht. Jetzt kommen wir zu meinen beiden Lieblingssorgenkindern. Machen wir erstmal hier den zweiten Punkt, Lohnsteuer. Wenn Sie Mitarbeiter haben, dann ja, haben Sie einen Lohn zu zahlen und da muss auch Lohnsteuer abgeführt werden. Aber diese Lohnsteuer, das ist nicht Ihre Steuerschuld, das ist die Steuerschuld Ihres Mitarbeiters. Die muss er eigentlich, oder die zahlt er. Sie sind derjenige als Arbeitgeber, der die Lohnsteuer abführt. Da wird das Finanzamt fragen, wenn wir hierfür eine Stundung beantragen, warum sollten wir dir eine Stundung auf eine Steuer geben, die du gar nicht schuldest? Das ist doch die Steuer des Mitarbeiters. Da hat das Finanzamt nicht so ganz Unrecht und von daher ist es im Augenblick auch sehr, sehr schwierig, hinsichtlich der Lohnsteuer eine Stundung zu bekommen. Wenn Sie etwas mit Umsatzsteuer zu tun haben, was ja ab und zu auch sein kann, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Physiotherapeut, der jetzt mal nicht aufgrund ärztlicher Verordnung handelt, sondern bei sich irgendwie einen Yogakurs anbietet oder irgendwelche Bücher verkauft, dann muss er eigentlich eine Rechnung schreiben mit Umsatzsteuer. Und dann da sind wir oft dabei, dass wir dann auch Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben müssen, häufig monatlich. Und wenn wir da sagen, oh, liebes Finanzamt, kannst du mir diese Umsatzsteuer bitte stunden, da wird das
Finanzamt sagen, sag mal, die Umsatzsteuer, die hast du doch schon von deinen Schuldnern bezahlt bekommen, das Geld hast du doch schon in der Tasche, warum gibst du es mir dann nicht? Da hat das Finanzamt auch einen Punkt. Deshalb ist bisher unsere Empfehlung, einfach trotzdem versuchen und zwar zum Finanzamt gehen und natürlich beantragen, anders geht es ja nicht mit dem Finanzamt, beantragen wir doch einfach, dass wenn wir monatlich die Lohnsteuer und Umsatzsteuer abführen müssen und vor allem anmelden müssen, dass wir diese Anmeldung auf eine quartalsweise Anmeldung umstellen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Zeit gewonnen, haben auch einen Steuerstundungseffekt, haben das aber jetzt nicht so ganz so genannt und das Finanzamt kann uns da vielleicht eher folgen. Das Thema ist, das ist hier in schön rot, damit es keiner mehr erkennt. Bund und Länder haben sich in der Zwischenzeit zusammengesetzt und dieses Thema auch diskutiert. Und jedenfalls bei der Lohnsteueranmeldung so ganz allgemein wollen die eben, so wie ich das gesagt habe, den Stundungsanträgen nicht folgen und auch meiner Idee mit dieser allgemeinen Verlängerung der Abgabefristen mögen die eigentlich nicht. Ich würde es trotzdem erstmal versuchen, damit man es versucht hat. Wer weiß, vielleicht findet man ja ein blindes Huhn, das sagt, jo, machen wir. Bei der Umsatzsteuer, da sind gerade Bayern und Baden-Württemberg deutlich liberaler als andere Bundesländer, die genehmigen sowas dann auch eher schon mal und winken dann sowas auch durch. Also einfach mal versuchen, immer beantragen, da kann man fast nichts falsch machen. Aber immer ehrlich bleiben. Na, das ist wichtig, sonst sind wir da, wie gesagt, da in der Steuerhinterziehung. Sozialversicherungsbeiträge ist auch ein Punkt. Wenn ich Mitarbeiter habe, muss ich nicht nur Lohnsteuer abführen, ich muss ja auch Sozialversicherungsbeiträge abführen. Und hier ist es ja so, Warnhinweis, Sozialversicherungsbeiträge sind ja immer ganz besonders wichtig, dass die ordnungsgemäß berechnet und abgeführt werden, weil wir hier alle, ich bin auch Arbeitgeber, weil wir hier alle mit einem Bein immer sofort im Knast stehen, wenn wir Sozialversicherungsbeiträge nicht ordnungsgemäß abführen. Das ist nämlich ein Straftatbestand sofort. Also wollen wir das ordentlich machen? Können wir auch ordentlich machen? Wenn wir auch kein Geld haben, Sozialversicherungsbeiträge abzuführen, dann können wir hier auch Stundungsanträge stellen. Genauso Stundungen, wie ich vorher es beschrieben habe. Wir müssen uns hier ein bisschen mehr Mühe geben, dass wir dann auch sagen, warum kann ich denn jetzt nicht zahlen? Was ist das für eine Härte jetzt für mich? Da wird man dann vielleicht mit Corona argumentieren können. Kleiner Tipp auch nochmal aus der Praxis, wir haben es hier immer noch mit Menschen zu tun bei den ganzen Sachbearbeitern. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Das kann eben aber auch mal dazu führen, dass die Nachfragen stellen. Und nur weil man geschrieben hat, oh, ja, wegen Corona sind mir alle meine Patienten weggefallen, da würde ich als entsprechender Beamter sagen, was, du bist doch, nehmen wir mal wieder einen Physiotherapeuten, sind doch, wenn jemand irgendwie einen eingerenkten Wirbel mal wieder braucht, dann kommt er doch eh zu dir, ist doch egal, ob er Corona grassiert oder nicht, der braucht dich, deine Patienten fallen doch gar nicht weg. Und dann muss man schon irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr Futter liefern, damit der ja auf der anderen Seite versteht, was denn jetzt das genaue Problem ist. Und da nehme ich immer gerne das Beispiel aus meiner Familie. Der Physiotherapeut, der hat so 95% Patienten in Pflegeheimen und seit 2 Wochen darf der nicht mehr in die Pflegeheime, um da zu behandeln. Da ist sofort der Umsatz weggebrochen. Ne? Da, wenn man sowas dann eben angibt als Grund, ja, ich bin zwar Physiotherapeut und ja, ich könnte Wirbel einrenken, aber nein, meine ganzen Patienten, die darf ich nicht mehr besuchen, dann wird das auch ein entsprechender Beamter verstehen. Aber manchmal muss man eben dann noch ein bisschen mehr begründen. Und als zweites muss man dann begründen oder wenigstens darstellen, dass der Anspruch der Sozialversicherungsträger, der Krankenkassen, nicht auf Dauer gefährdet ist. Also müsste ich hier mitteilen, liebe Krankenkasse, ich gehe zu meiner Hausbank, ich werde, was weiß ich, einen Kredit beantragen, ich werde Soforthilfe hinsichtlich Corona beantragen, ich werde dies machen, ich werde das machen, um sicherzustellen, dass ich irgendwann diese Sozialversicherungsbeiträge auch wieder zahlen kann. Also ein bisschen begründen muss man schon, aber auf der rechten Seite sehen Sie, dass der GKV-Spitzenverband ja dann auch mehr oder weniger entschieden hat, dass man diese Anträge dann auch wohlwollend zur Kenntnis nehmen wird und dann wahrscheinlich auch durchwinken wird, also dass wir im Augenblick gute Chancen haben, wenn es nötig ist, dann Sozialversicherungsbeiträge gestundet zu bekommen. Ansonsten noch so ein paar kleine Praxistipps, wenn es Einzugsermächtigungen zum Beispiel zugunsten des Finanzamtes gibt. Denken Sie mal drüber nach, diese Einzugsermächtigung zu widerrufen, gerade wenn es knapp ist auf dem Konto. Wenn das Finanzamt dann, sagen wir mal, zum 10. Juni, wenn die nächste Einkommensteuervorauszahlung blüht, dann von Ihrem Geld, das Geld von Ihrem Konto abbucht,
dann ist es weg. Dann dauert es erstmal, bis wir das wiederkriegen. Von daher, wenn Sie wieder Herr über Ihr Konto sein wollen, dann gucken Sie mal, wem Sie Einzugsermächtigung erteilt haben und widerrufen Sie die im Zweifel und nehmen Sie dann die Überweisung händisch vor. Aber dann wissen Sie halt immer, was geht von meinem Konto ab und was nicht und wie kann ich planen. Ansonsten, wenn Sie schon so weit sein sollten, dass wir unsere Steuern nicht gezahlt haben, aber natürlich auch keine Anträge gestellt haben, nicht mit dem Finanzamt gesprochen haben und das Finanzamt jetzt sauer ist und eigentlich vollstrecken wollen würde und da immer der größte Knüppel, den die uns zwischen die Beine werfen können und das die auch als erstes machen, dann wird das Konto gefändet. Dann können wir nichts mehr überweisen und haben keine Verfügungsmacht über unser Geld. Das ist sehr bitter. Aber da haben uns die Finanzämter auch gesagt, wir werden bis Ende des Jahres erstmal keine Vollstreckungsmaßnahmen durchführen, um eben jetzt hier die Wirtschaft nicht dadurch zu belasten. Ansonsten kleiner Tipp, nur weil es so durch die Gazetten geistert, wenn ich dann doch Richtung Insolvenz schlittern sollte und ein Tatbestand ist, dann wenn ich nicht mehr zahlungsfähig sein sollte, heißt, ich sehe, dass ich in den nächsten 3 Wochen nicht meine Gläubiger befriedigen kann. Jedenfalls die wichtigsten Gläubiger und die fälligsten Forderungen. Wenn das für mich absehbar ist, dann rutsche ich Richtung Insolvenz. Dann müsste ich eigentlich auch einen Insolvenzantrag stellen. Da geistert so ein bisschen durch die Gazetten, das ist jetzt alles einfacher geworden und wir können nicht mehr insolvent werden und so. Das sehe ich nicht so ganz. Das kann schon sein, dass wir da doch noch Probleme bekommen werden. Also wenn Sie sehen, dass Sie komplett pleite sind und keinen Gläubiger mehr befriedigen können, dann wäre meine Empfehlung, gehen Sie mal zu einem Insolvenzrechtler und lassen Sie sich beraten. Da ich das nicht bin, ne, ist das jetzt hier auch keine Werbung für mich. Suchen Sie sich einfach Rat, falls Sie den Eindruck haben, es geht hier in die falsche Richtung. Da wird Ihnen aufgrund der aktuellen Lage dann sicherlich auch kompetent geholfen werden können. Ja, damit Sie mal sehen, womit wir uns so den ganzen Tag rumschlagen müssen, habe ich mal jetzt einfach von Ende letzter Woche auch vom Steuerberaterverband mal gezeigt, was jeden Tag so reinrauscht, auch an Gesetzesänderungen, Neuerungen, Überarbeitung und. Normalerweise gibt es hier pro Monat vielleicht mal einen Eintrag. Jetzt sehen Sie also jeden Tag x neue Einträge und für uns ist das Leben zwar auch sehr anstrengend geworden, aber auch sehr spannend, weil man sich auf nichts mehr verlassen kann. Und ich sage oft, die Webinare, die ich letzte Woche gehalten habe, da schäme ich mich dafür, denn vieles, was ich da gesagt habe, ist in der Zwischenzeit schon wieder überholt. Und wenn sich das jemand anhört heute, denkt er auch, was hat er denn der LOL damals erzählt? Also es passiert viel und man muss sich immer auf dem Laufenden halten, um tatsächlich dann eben auch zu wissen, wo stehe ich denn gerade? So, zu staatlichen Hilfen will ich gar nicht mehr so viel erzählen. Das hat die Frau Beikirch ja schon gemacht und auch sehr gut gemacht. Wir haben ja, das hatte Frau Beikirch ein bisschen anders aufgezeichnet, aber im Endeffekt ist dasselbe. Bund und Länder haben sowohl Darlehens- als auch Soforthilfeprogramme aufgesetzt. Und da kam auch eine Frage mit 5.000 Euro, auf die würde ich auch gerne nochmal eingehen wollen, weil ich würde wetten, der oder die Fragesteller kommt aus Berlin. In Berlin war es noch so, bis Ende letzter Woche gab es noch ein Programm, da war Berlin natürlich wie immer auch toll am Rechner, ne, und dachte sich, wir hauen mal 300 Millionen raus für unsere Wirtschaft. In Berlin, das ist eigentlich auch ein Witz, aber wir hauen mal 300 Millionen raus, um die Unternehmen zu unterstützen und die Praxen zu unterstützen. Und die hatten also nicht mit dem Ansturm gerechnet und jetzt sind 900 Millionen schon ausgezahlt worden. Da hat da sich jemand verrechnet, deshalb ist jetzt Anfang der Woche ein neues Programm gekommen. Aber bis Ende letzter Woche gab es ein Programm in Berlin, da hat Berlin 9.000 Euro aus diesem Soforthilfepott des Bundes genommen, nämlich die hier und selber auch nochmal 5.000 Euro für diese Klein- und Kleinstunternehmen raufgehauen, sodass ich also bis zu 14.000 Euro bekommen habe. Und tatsächlich war das so, dass Berlin gesagt hat, diese 9.000 Euro, die du vom Bund bekommen hast, die darfst du nur für laufende Betriebsausgaben nutzen, also Miete, Leasing und zum Beispiel, ja, ich würde fast sagen, die Gehälter der Angestellten, also all das, ne, was für die Aufrechterhaltung des Betriebes wichtig ist. Und das, was von Berlin kam, diese 5.000 Euro, lieber Fragesteller, da hat Berlin tatsächlich explizit gesagt, dieses Geld darfst du auch für dein eigenes Gehalt nehmen. War aber nur in so einer Box mal so 3-4 Worte. Also, und ist auch schon wieder verschwunden von der Seite. Ich habe aber noch einen Screenshot, ja, also falls mal jemand zu Ihnen kommt und Sie fragt, was hast du mit dem Geld gemacht und das durftest du gar nicht. Ich habe das hier noch aufbewahrt, also im Zweifel können Sie sich an mich wenden, dann können wir denen das nochmal in die Nase halten. Aber da ändert sich auch ständig etwas.
Und wie ich schon gesagt habe, keiner weiß so richtig, wofür ist das Geld jetzt eigentlich und wie wird es da weitergehen. Ganz kurz auch nochmal zur Ergänzung von der Frau Beikirch, auch eben diese eine Minute vor dem Webinar hatte ich das gesehen. Ja, über die Steuererklärung könnte das geprüft werden. Und übrigens diese Soforthilfen, ja, egal ob vom Bund oder Land, die sind steuerpflichtig, die müssen sie in ihren Steuererklärungen für 2020 dann nächstes Jahr angeben, die sind zu versteuern. Es sieht aber so aus, jedenfalls in Berlin-Brandenburg wird darüber nachgedacht, dass es dann, wenn erstmal dieser ganze Corona-Tohuwabohu weg ist, dass man nochmal Förderbescheide erlassen wird für jeden Einzelnen von Ihnen da draußen und dass man dann in dem Zusammenhang dann nochmal die Voraussetzung prüft, ob Sie berechtigt waren und ob Sie das Geld richtig ausgegeben haben. So der Plan jetzt. Ja, bloß bei den Millionen Anträgen, die da draußen gerade rumschwirren, bezweifle ich, dass wir das in den nächsten 30 Jahren abgearbeitet bekommen. Aber so stellt man sich das im Augenblick hier in Berlin-Brandenburg vor. So, ich würde sagen, von meiner Seite war es das erstmal. Und ich wäre offen für Fragen. Aber bitte nur nette. Ja, sehr herzlichen Dank, Herr Loll. Einige Sachen haben sich richtig geändert zu letzter Woche. Um Ihnen ein bisschen Luft zu verschaffen, weil Sie ja doch jetzt viel erzählt haben, hätten wir noch eine Frage für die Frau Beikirch. Frau Beikirch, hört Sie uns? Nee, ich kriege Sie gerade nicht live geschaltet. Schade. Frau Beikirch? Ja, ich habe jetzt mal das Mikrofon hier gedrückt. Wir hatten auch gedrückt, okay. Eine Frage noch. Kann der KfW-Kredit auch zur Ablösung eines bestehenden Hausbankkredits benutzt werden? Also das hängt natürlich davon ab, wie Ihr Hausbankkredit, also ob der ein festes Darlehen mit der Laufzeit ist. Grundsätzlich, wenn Sie ein rückzahlbares Darlehen haben, können Sie auch, wenn Sie den KfW-Kredit neu beantragen, damit auch Bestandskredite ablösen. Was hängt natürlich damit zusammen, wie auch die Rückzahlungsbedingungen bei Ihrem Bestandskredit sind. Super, ja, danke. Ich hoffe, der Herr Loll hat ein Gläschen Wasser getrunken und kann jetzt die Tausende von Fragen. Ja, ich hätte noch eine Frage an die Frau Beikirch, wo sie gerade noch online ist. Also ja. Ja, wunderbar. Also Ihre Präsentation haben wir dies ja auch mit heißer Nadel gestrickt aufgrund der Aktualität, keine Frage. Wir schaffen es erst, die ab Dienstag online zu stellen auf unserer Seite, auf unserer Landingpage. Von daher für alle, das lohnt sich dann ab Dienstag drauf zu gucken und dann können Sie auch komplett alle Beiträge hier runterladen. Müssen Sie also jetzt keine Screenshots machen, wie der Loll das so macht. Okay, vielen Dank. Frage nochmal an Sie, Frau Beikirch. Gehört zu den Rücklagen auch die Nutzung des teuren Kontokorrentkredites? Zu den Rücklagen. Jetzt bin ich überfragt, was mit Rücklagen hier in dem Zusammenhang gemeint ist. Denken Sie mal in Verbindung mit dem Sofortprogramm, mit den Sofortprämien. Also ob man damit den Kontokorrentkredit dann ablösen kann quasi oder... Also grundsätzlich ist es so, dass Sie ja das Guthaben, was auf Ihrem Konto eingeht, sicherlich erstmal zu einer Rückführung auch der Linien führen darf. Es ist aber so, dass die Länder hier grundsätzlich gesagt haben, die Banken sollten dann jetzt nicht, wenn quasi durch den Eingang eines Zuschusses damit dann erstmal ein Kontokorrentkredit zurückgeführt ist, dann quasi nicht sagen, ach ja, jetzt ist die Ablösung erfolgt, dann setze ich jetzt mal auf Null, weil damit ist ja dann im Zweifel keinem geholfen. Also hier muss schon darauf auch geachtet werden, dass dieser Zuschuss dann auch Liquidität für die nächsten Monate entsprechend schafft. Mhm. So, dann haben wir eine Frage nochmal. Mein Vermieter hat Zinsen angesetzt für den Zeitraum, in dem ich die Miete stunde. Ist das okay? Die Frage also geht an Herrn Loll vermutlich, ne? Ja, Herr Loll. Okay. Boah. Gute Frage. Also je nachdem, wer sie beantworten mag, wer sich da traut. Den Herrn Dr. Schlegel haben wir auch schon freigeschaltet. Aber Herr Loll, vielleicht, wenn Sie da einen Ansatz haben, sonst stellen wir die Frage zurück, als momentan nicht beantwortbar. Also
Ich müsste jetzt noch mal ins Gesetz gucken, aber ich fände es jetzt wirtschaftlich erstmal nicht abwegig, weil der Vermieter mir ja praktisch ein Darlehen gibt, dass ich in der Zeit nicht zahlen muss. Ne? Und das ist eben so eine Art Darlehen und dass man dafür Zinsen nimmt. Das scheint mir so grundsätzlich okay zu sein. Ich müsste tatsächlich noch, wenn jetzt diese Stundung aufgrund des Moratoriums erlassen worden ist, ob da Zinszahlungen verboten sind, da müsste ich tatsächlich noch mal reingucken, ob das da noch mal Ausnahmen dazu gibt. Bin ich gerade überfragt. Schlegel, ich stimme dem, was Herr Loll sagt, zu. Ich denke, Herr Loll, es kommen durchaus in Betracht Verzugszinsen. Wir haben auf der Internetseite der ETL-Rechtsanwälte ein Formular eingestellt. Da gibt es eine Stundungsvereinbarung. Und wenn die wirksam abgeschlossen worden ist, dann keine Zinsen. Okay. Gut, ich gucke noch mal eben, was noch gekommen ist. Muss ich Geld, das aus einer Lebensversicherung ausgezahlt wurde und meine Altersvorsorge ist, einsetzen? Ja, wie gesagt, schwierige Frage, Frau Beike, ich weiß nicht, ob Sie es beantworten wollen. Hier kann man eigentlich nur falsch beraten. Wirkliche Handlungsanweisungen durch die Behörden gibt es im Augenblick nicht. Alles, wie gesagt, was ich gefunden habe, ist diese drei Beispiele, wenn das Geld ja mehr oder weniger langfristig angelegt ist, Aktien, Wertpapiere, eine Immobilie und Lebensversicherung, aber da muss das Geld eben noch drin sein, dann muss ich da nicht dran. Aber wenn ich jetzt Glück oder Pech hatte und jetzt ist die Lebensversicherung gerade ausgezahlt worden, das Geld ist auf meinem Konto, es ist Cash da, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man sagen würde, das nutze doch bitte erstmal, weil der Gedanke dahinter ist, die Gemeinschaft zahlt ja diese Soforthilfen und all die staatlichen sonstigen Unterstützungsmaßnahmen, warum sollten wir uns daran beteiligen, wenn du eigentlich Geld hast? Ja, wir müssen dich gar nicht stützen hier im Augenblick. Und das Ganze, und deshalb eiern wir halt auch um, hat halt auch immer einen europäischen Subventionsaspekt. Da steckt europäisches Recht dahinter. Und also würde ich im Augenblick sagen, also wenn das jetzt gerade frei verfügbar ist, ja, dann muss ich erstmal das nutzen, bevor ich auf irgendwelche staatlichen Hilfen zurückgreifen kann. Aber wie gesagt, was Fixes gibt es dazu meines Wissens nicht. Okay, wir haben im Vorfeld eine ganze Menge Fragen auch bekommen per E-Mail. Die wollen wir nicht unterschlagen, betreffen aber zumeist das Thema Kurzarbeitergeld. Und die Fragen würden wir dann stellen nach dem Vortrag von dem Herrn Dr. Schlegel, der gleich dann weitermacht. Da kommt noch gerade eine Frage zur Stundung rein. Können Stundungen auch rückwirkend beantragt werden, Beispiel im Juli oder April? Im Juli für April? Also grundsätzlich ist eine Rückwirkung im Steuerrecht nie vorgesehen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber Rückwirkung gibt es eigentlich nicht. Warum sage ich eigentlich? Im Augenblick ist ja alles durcheinander und keiner hält sich mehr an Recht und Gesetz. Ich würde es einfach versuchen. Ja? Nehmen Sie es in Ihren Antrag mit auf. Außerdem beantrage ich auch noch Stundungen für die ganze Vergangenheit. Machen Sie einfach mal. Wichtig ist, dass Sie immer begründen können, dass Sie unter Corona wirklich leiden und dass Ihre Liquidität nicht vorhanden ist. Wenn das schon mal stimmt, dann hat das Finanzamt ja die Chance, über Ihren Antrag zu entscheiden. Und wenn die sagen, Rückwirkung machen wir nicht, okay. Aber wenn die sagen, ja gut, Rückwirkung, jetzt akzeptieren wir das mal, dann haben wir auch keine Steuerhinterziehung. Sie haben alles offengelegt, Sie haben einfach mal was beantragt. Da wäre ich jetzt auch frech einfach mal in dieser Situation und würde es versuchen. Aber es muss halt eben auch der Sachverhalt, den Sie angeben, der muss dann eben auch stimmen. Ne? Sie müssen eben von Corona betroffen sein. Und dann würde ich das einfach mal rotzfrech machen. Okay. Also ich habe noch zwei Fragen hier vorliegen. Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die kommt auch schon mal öfters. Ich habe zwei Praxen, also zwei Zulassungen. Kann ich die Soforthilfe zweimal beantragen? Da gibt es leider auch nichts zu, soweit ich weiß. Frau Beikirch, Sie springen immer rein, ne? wenn Sie irgendwelches besseres Wissen haben. Weiß ich im Moment auch nicht. Nee. Okay, das müssen wir mal klären. Interessiert mich auch. Und vielleicht nochmal grundsätzlich zur Soforthilfe die Frage pauschal. Wie kann ich feststellen, dass ich die Soforthilfe doch benötige oder eben auch nicht? Gibt es da vielleicht einen Grundsatz?
Grundüberlegung? Wann brauche ich Soforthilfe oder wann eher nicht? Also in vielen Antragsformularen muss ich schon vorrechnen, da wird immer von Schaden gesprochen. Was ist denn jetzt eigentlich mein Schaden? Ich muss also so irgendwie eine Liquiditätsplanung im Hintergrund haben und muss zu dem Ergebnis kommen, dass ich jetzt so viel Patientenrückgänge habe und so viel Umsatzausfälle, dass ich wahrscheinlich aufgrund von Corona jetzt in diesem Monat, in den nächsten 3 Monaten, die und die Summe nicht mehr zur Verfügung habe und tatsächlich eben durch Corona den entsprechenden Schaden habe. Und das ist in vielen Situationen erstmal, wie gesagt, Glaskugel lesen. Na, wir wissen ja nicht, vielleicht wird das ja auch jetzt alles dann doch nach Ostern aufgehoben und die Patienten strömen wieder rein und ich kann Doppelschichten fahren, alles ist gut. Kann aber auch ganz anders werden in den nächsten Monaten. Also von daher, das ist erstmal so eine abstrakte Berechnung und dann bin ich meines Erachtens auch berechtigt, dann entsprechende Hilfen, wenn ich eben dazu komme, ich habe einen Schaden, ich werde Ausfälle haben, dass ich dann die entsprechenden Gelder auch beantragen kann. Ich muss nur wirklich guten Gewissens das abgeben. Und dann meine ich auch, sollten wir später kein Thema damit haben, wenn jemand sagt, oh, das war Subventionsbetrug. Das sollte eigentlich dann gut durchgehen. Ja, super, danke. Wir bitten ein bisschen um Verständnis. Es kommen so viele Fragen rein und wir wollen natürlich dem Herrn Dr. Schlegel und auch dem Andreas Lohm von der DHAG auch noch die Möglichkeit geben, zu referieren und ihren Beitrag vernünftig vorzutragen und auch im Anschluss vielleicht die eine oder andere Frage noch zu machen. Nochmal gesagt, die Beiträge können Sie ab Dienstag runterladen von der Seite heilmittel-expertenforum.de. Und dann würde ich sagen, Herr Dr. Schlegel, Ihr Feld. Ja, ganz herzlichen Dank. Einen guten Tag in die, wie ich gehört habe, sehr, sehr große Runde. Bedanke mich für Ihr Interesse. Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen, ungewöhnliche Vorträge. Das Coronavirus, Kurzarbeitergeld und seine arbeitsrechtlichen Folgen. Ich halte diesen Vortrag jetzt in der dritten Woche. Sie genießen insofern heute ein Privileg, als dass ein Update ist. Wir updaten, das geschieht meistens erstmal unbemerkt im Hintergrund und dann kommen wir doch mit dem neuen oder mit den überarbeiteten Aussagen hier rüber. Habe Ihnen Folgendes heute mitgebracht, nämlich einmal Kurzarbeitergeld an sich eine sozialrechtliche Frage und dann das Arbeitsrecht sowie 2 Fragen drumherum. Vorweg sei darauf hingewiesen, es gibt augenblicklich, das haben ja schon die Fragen eben gezeigt, 1000 Fragen und leider Gottes nicht 1000 Antworten. Wir betreten juristisches Neuland, jedenfalls zum Teil. Ich halte es mit dem Ampelprinzip grün, da bin ich mir ganz sicher mit meiner Antwort. Gelb, da schleichen sich schon erste Unsicherheiten ein und bei Rot gebe ich Ihnen zwar eine Antwort, aber die ist im Einzelfall doch mit Unsicherheit belegt. Ich kann es leider nicht ändern. Unabhängig davon, natürlich suchen wir, meine Kolleginnen und Kollegen, nach praktischen Lösungen, das heißt möglichst wenig Theorie, viel Praxis. Deswegen, auch das sagen wir dann im Einzelfall, das mag dann vielleicht nicht 100% dem entsprechen, was rechtlich augenblicklich so vorgegeben ist, aber vieles bewährt sich zum Teil auch einfach durch praktische Handhabung. Herr Loll hat es eben wunderbar an 1-2 Beispielen klargemacht, Stunden rückwirkend schwierig und warum nicht einfach versuchen, das heißt Praxis. Ja, 4 Themenbereiche habe ich Ihnen mitgebracht. Wir starten mit dem KUK, das ist die Abkürzung für Kurzarbeitergeld. Wir machen weiter mit dem Arbeitsrecht im eigentlichen Sinne. Kommen dann ganz kurz zu sprechen auf das IFSG, das Infektionsschutzgesetz, und enden mit der Frage versichertes Risiko. Denn das rückt immer mehr in den Fokus. Zum Teil sind für mich manchmal überraschend Unternehmerinnen und Unternehmer versichert. Da stellt sich jetzt die Frage, gibt es vielleicht unabhängig von Vater Staat die Möglichkeit, den Nachteil, den man erlitten hat, auf eine Versicherungsgesellschaft abzuwenden. Das wollen wir ganz zum Schluss auch noch mal kurz machen. Ja, auch das ist ein Update. 7 Punkte zum KUK-Update. Wir fangen an.
Kurzarbeitergeld setzt voraus, dass es zu einem Arbeitsausfall gekommen sein muss. Arbeitsausfall. Und zwar ganz konkret für mindestens 10% der Belegschaft. Mit mehr als 10% weniger Arbeit. Also für wenigstens 10% der Belegschaft muss mehr als 10% weniger Arbeit da sein, wobei wir davon ausgehen, dass das heißt, jeweils pro Mitarbeiter, für den Kurzarbeitergeld beantragt wird. Ich spreche vom Antrag und meine dennoch dann häufig zwei verschiedene Dinge, nämlich einmal die Anzeige der Kurzarbeit gegenüber der Bundesagentur für Arbeit und im weiteren Schritt den Antrag auf Kurzarbeitergeld. Die beiden Dinge dürfen Sie um Gottes Willen nicht miteinander verwechseln. Beide Dinge sind fristgebunden, die Anzeige ist aber noch etwas fristsensibler. Anzeige der Kurzarbeit bedeutet, Sie müssen in dem Monat, für den Sie später Kurzarbeitergeld beantragen wollen, diese Kurzarbeit angezeigt haben. Für den Monat März 2020 ist das bereits zu spät. Das heißt, wenn wir jetzt heute 9. April haben, können Sie bis zum 30.04. Kurzarbeit anzeigen. Für den Monat April und zukünftige Monate. Ich empfehle da schlank erstmal einzutragen 31.12.2020. Dann haben Sie für dieses Jahr Ruhe, egal was passiert. Und dann beantragen Sie Monat für Monat das Kurzarbeitergeld, das ja am Ende darauf hinausläuft, dass Sie beantragen, man möge Ihnen das Geld, was Sie an den Arbeitnehmer bezahlt haben, erstatten. Einzelheiten kommen gleich. Der Antrag ist ebenfalls fristgebunden, 3 Monate. Der kann logischerweise erst im Folgemonat gestellt werden, weil Sie ja im Vormonat, Ende Vormonat dann Entgelt abrechnen bzw. auszahlen. Dann folgt im zweiten Schritt der Antrag. Sowohl für die Anzeige wie für den Antrag gibt es Formulare. Die sind zum Teil selbsterklärend, zum Teil aber auch nicht. Beim Antrag sollte Ihnen ein versierter Steuerberater helfen. Ich begleite für die ETL Unternehmensgruppe im Bereich der Steuerberatung auch die Webinare, mit denen wir Steuerberater, Steuerfachangestellte schulen. Das ist auch für diese Menschen nicht Alltagsgeschäft bislang gewesen. Stelle aber fest, dass wir da doch schon sehr, sehr weit vorangeschritten sind und sicherstellen können, dass die Anträge nicht nur fristgemäß, sondern auch inhaltlich korrekt gestellt werden. Dritter Punkt, ganz wichtig, ohne Zustimmung des Arbeitnehmers gibt es kein Kurzarbeitergeld. Das überrascht viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, weil sie meinen, der Arbeitnehmer müsse doch zustimmen. Das ist aber nicht der Fall. Das ist hier auch die Stunde derer, die kommunikative Fähigkeiten aufweisen und kann sie nur davor warnen, allzu rüde mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern umzugehen. Das könnte böse enden, denn wenn die nicht zustimmen, gibt es keine Kurzarbeit. Dann werden sie sagen, dann kündige ich eben, aber auch das ist nicht ganz so leicht, wie wir gleich sehen werden. Schon im Zusammenhang mit der Anzeige müssen Sie Angaben machen zum Resturlaub 2019, zum Urlaub 2020 und zur Frage der Überstunden. Klar ist, dass Resturlaub 2019 abgebaut sein sollte. Für 2020 reicht grundsätzlich eine Urlaubsliste. Das heißt, der Urlaub muss für jeden Arbeitnehmer, für den Sie Kurzarbeitergeld beantragen, verplant sein. Er muss aber noch nicht genommen worden sein, auch nicht anteilig. Die Überstunden müssen entweder ausbezahlt oder abgebummelt worden sein. Sonst wird's mit dem Kurzarbeitergeld nichts. Ja, wie hoch fällt das Kurzarbeitergeld aus? Wenn wir mal den einfachen Fall nehmen, Kurzarbeit 0, also vollständiger Arbeitsausfall, dann bekommt der Arbeitnehmer 60% bzw. 67% des Nettolohns. 67% für diejenigen, die wenigstens ein Kind, gemeint im steuerlichen Sinne, unterhaltsberechtigtes Kind laufen haben, die bekommen dann nicht 60, sondern 67% ihres Nettolohns.
Ich hatte eben das einfache Beispiel gewählt, Kurzarbeit 0, nehmen wir an, Kurzarbeit 50, es wird die Hälfte gearbeitet, die Hälfte wird nicht gearbeitet, dann haben wir für die eine Hälfte, das ist die, die gearbeitet wird, 100% des Arbeitsentgelts insoweit. Also jede Stunde, die gearbeitet wird, wird so wie bisher bezahlt und das, was nicht mehr gearbeitet wird, da gibt es dann eben nur die 60% bzw. 67%. Häufig gestellte Frage, ja, der Arbeitgeber darf den Nettolohn aufstocken. Er darf das auch für die, die vielleicht etwas weniger verdienen als die anderen, etwas mehr tun als für den Rest. Kein Problem mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz, denn das ist ja ein sachlicher Grund der unterschiedlichen Behandlung. Also wer sich's leisten kann und wer sich's leisten möchte, der kann eine gestaffelte Nettolohnaufstockung vornehmen. Kein Kurzarbeitergeld gibt es für Minijobber, das sind die geringfügig Beschäftigten. Warum nicht? Weil die keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen. Und wer keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlt, der bekommt auch kein KUK für die weniger geleistete Arbeit. Ich bekam eben in einem Webinar die Frage, wie ist das mit Altersrentnern, die noch zusätzlich arbeiten gehen, die bekommen auch keinen KUK, weil die eben auch keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen. Azubis, das ist ein Sonderfall, in den ersten 6 Wochen, in denen die Ausbildung nicht stattfindet, jetzt hier Coronavirus bedingt, bekommen die volle Ausbildungsvergütung. Nach Ablauf von 6 Wochen kommt auch für diesen Personenkreis KUK in Betracht, jedenfalls dann, wenn die Ausbildungsvergütung höher als 450 Euro ausmacht. Ja, 7 Punkte zum Arbeitsrecht. Erstes Problem, der Arbeitgeber trägt das sogenannte Betriebsrisiko. Das ist ein bisschen schwer verständlich, ist aber ein seit Jahrzehnten bestehender arbeitsrechtlicher Grundsatz. Wenn der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer keine Arbeit hat, dann ist das das Problem des Arbeitgebers. Es geht nicht darum, dass der Arbeitgeber schuld am Coronavirus ist, sondern die Frage ist, wer trägt welches Risiko? Und dieses Risiko trägt seit jeher der Arbeitgeber, weshalb natürlich insbesondere, wenn der betroffene Arbeitnehmer der Einführung von Kurzarbeit nicht zustimmt, darüber nachdenkt, dem Arbeitnehmer zu kündigen. Das kann der Arbeitgeber nach allgemeinen Regeln tun. Das heißt, insbesondere im sogenannten Kleinbetrieb, Klammer auf, Faustformel, nicht mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt, Klammer zu, geht das relativ problemlos. Aber wichtig, die Kündigung kann nur eine ordentliche, das heißt eine fristgemäße Kündigung sein. Eine fristlose Kündigung ist auch in den Zeiten von Coronavirus nicht möglich. Haben Sie also einfaches Rechenbeispiel. Einen Arbeitnehmer, der ist 8 Jahre beschäftigt, hat er nach Gesetz eine Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Monatsende. 3 Monate zum Monatsende. Das ist eine sehr, sehr lange Frist. Und während dieser Zeit müsste der Arbeitgeber tatsächlich, auch wenn der Arbeitnehmer keine Arbeit hat, wegen des Betriebsrisikos den Arbeitnehmer voll bezahlen. Umgekehrter Fall zum ersten Fall, Kita, Schule fallen aus, Arbeitnehmer kommt nicht zur Arbeit. Dann bekommt er auch grundsätzlich kein Arbeitsentgelt. Allerdings hat der Gesetzgeber relativ aktuell das IFSG, das Infektionsschutzgesetz, neu geregelt, ergänzt. Und da gibt es eine Vorschrift, die sieht für diese Fälle einen Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgelt vor, letzten Endes getragen von der öffentlichen Hand. Ja, dann haben wir die Frage Zwangsurlaub immer wieder gestellt. Nein, Zwangsurlaub ist dem Arbeitsrecht prinzipiell fremd und anerkennt das Arbeitsrecht nicht, auch nicht in Zeiten des Coronavirus. Umgekehrt, hat der Arbeitnehmer jetzt über die Ostertage Urlaub genommen, im Vorfeld mit dem Arbeitgeber vereinbart, kann der Arbeitnehmer nicht einseitig den Urlaub wieder zurückziehen und sagt, naja, wenn ich jetzt nicht nach Malle reisen kann, dann will ich keinen Urlaub haben. Das geht nicht. Im Übrigen, Arbeitnehmer in Elternzeit bleiben in Elternzeit. Heute hatte ich noch die Frage am Telefon, wie ist es mit denen, die sich im Beschäftigungsverbot befinden? Da bleibt auch alles beim Alten. Wäre ja verrückt, sich da irgendwas anderes auszudenken. Also Beschäftigungsverbot bleibt Beschäftigungsverbot, Elternzeit bleibt Elternzeit. Und ganz am Schluss der Grundsatz, auch das immer wieder nachgefragt, kann ich von meinem Arbeitnehmer zum Eigenschutz
ein Negativattest übers Coronavirus verlangen? Nein, kann ich nicht. Wenn es keine Hinweise gibt auf Coronavirus, dann ist das eben so. Darüber hinaus kann der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer nichts verlangen. Das ist am Ende auch eher eine medizinische als eine arbeitsrechtliche Frage. Ja, das heißt zusammengefasst, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Soweit vorhanden, Abbau von Überstunden, bezahlter Erholungsurlaub ist eine Variante. Eine sicherlich für den betroffenen Arbeitnehmer, für die betroffene Arbeitnehmerin ganz schlechte Variante ist die unentgeltliche Freistellung, denn dort gibt es keine Vergütungsansprüche, bleibt also wahrscheinlich als Königsweg das KUK, Vergütung 60 bzw. 67%. Lassen Sie mich bitte noch mal darauf hinweisen, weil ich die Frage heute gleich zweimal am Telefon gestellt bekommen habe. Wie ist das, wenn eigentlich genug Arbeit da ist, aber aufgrund fehlender Schutzkleidung der Betrieb ein Stück weit dann niederliegt? Das ist möglicherweise kein Fall des Kurzarbeitergeldes, denn Kurzarbeitergeld verlangt Arbeitsausfall. Und wenn die Arbeit nicht verrichtet werden kann aufgrund ungenügender Vorsorge, was Schutzmaßnahmen angeht, dann könnte das mit dem KUK am Ende böse ausgehen. Ja, kommen wir zum Schluss oder fast zum Schluss zum IFSG. Das ist das Infektionsschutzgesetz. Es ermöglicht Entschädigungsansprüche. Der Charme, wenn ich das so sagen darf, hier gibt es 100% des Verdienstausfalls. Kann sogar von Selbstständigen Anspruch genommen werden unter im Gesetz näher genannten Voraussetzungen. Problem ist aber, das Gesetz ist an enge Voraussetzungen geknüpft. Betriebsschließungen angeordnet durch die Bundesländer sind wahrscheinlich kein Fall des IFSG, wobei das unter Juristen sehr, sehr umstritten ist. Ja, und wenn es zu Einschränkungen, gar zu Schließungen kommt, kommt noch als letztes die Frage, ist dieses Risiko nicht eventuell versichert? Schauen Sie noch mal nach, wogegen Sie versichert sind. Wir haben dafür sogar einen eigenen Service eingerichtet. Unterstützen Sie dabei. Betriebsunterbrechungs- bzw. Betriebsschließungsversicherungen existieren tatsächlich. Die Versicherungswirtschaft tut sich augenblicklich noch etwas schwer mit Entschädigungszahlungen. Die ersten leisten einen Teil des entstandenen Schadens aus Kulanz. Da müsste man also tatsächlich dann nochmal die Police studieren und schauen, ob es eventuell tatsächlich einen Anspruch gibt. Auch das haben wir abgedatet. Ja, damit bin ich auch schon mit meinen kurzen Ausführungen am Ende und stehe sehr, sehr gerne noch für die eine oder andere Frage zur Verfügung. Vielen Dank, Herr Dr. Stegel. Das war praxisnah wie immer und vor allen Dingen sehr aktuell. Und ich glaube, das ist wirklich so, die ersten Webinare, die wir gemacht haben zusammen, da erinnert so, die Themen haben sich schlagartig geändert. Da erinnert so gar nichts mehr dran, aufgrund der Entwicklung. Geht eine Krankmeldung eines Arbeitnehmers vor KUK oder hat dieser 100% Lohnfortzahlung zu erwarten, ist eine Frage. Ja, das ist eine der schwierigsten Fragen, die Sie mir überhaupt stellen können. Und bevor ich jetzt die Runde hier sprenge, weil für die Beantwortung brauche ich sehr, sehr lange, empfehle ich nicht, um mich vor der Antwort zu drücken, sondern um Ihnen allen die Möglichkeit zu geben, das im Einzelnen und in Ruhe nochmal nachzulesen, unsere Internetseite etlrechtsanwälte.de. Da finden Sie diese Frage beantwortet. Und zwar sowohl in der Konstellation Krankheit vor Kurzarbeit, wie auch in der Konstellation Krankheit während des Kurzarbeitergeldesbezuges. Nur kurzer Hinweis, die Frage ist in den Fällen insbesondere auch, richtet sich der Anspruch gegen die Bundesagentur für Arbeit oder gegen die Krankenkasse? Das alles finden Sie sehr, sehr ausführlich beantwortet in einem Fragen- und Antwortenkatalog zum Kurzarbeitergeld. Okay, jetzt haben wir nochmal die anderen Präsentatoren auch nochmal eingebunden. Mal schauen, wer da antworten mag. Zum Kurzarbeitergeld. Bis zu welchem Prozentsatz kann ich das von der Arbeitsagentur gewährte KUK, also 60, 67%, aufstocken?
Kann ich beantworten, Uwe Schlegel, kann bis zum bisherigen Nettoentgelt aufgestockt werden. Ja, es gibt sogar verrückte Fälle, da haben die Arbeitgeber eine Zusage gemacht, die lief am Ende darauf hinaus, dass der Arbeitnehmer mehr als 100% seines bisherigen Nettoentgelts erhielt. Also so eine Zusage ist jederzeit machbar, im Prinzip beliebig. Wir haben übrigens ab kommenden Dienstag auch ein entsprechendes Formular auf unserer Internetseite, das man dort kostenfrei herunterladen kann. Ich war in der letzten Woche in Quarantäne. Habe ich Ersatzansprüche nach dem IFSG und wie kann ich diese beantragen, wenn ja? Vermutlich ja. Wenn es eine behördlich angeordnete, personenbezogene Quarantänemaßnahme gab, gibt es die Möglichkeit des Entschädigungsanspruchs. Dafür gibt es entsprechende Formulare der zuständigen Gesundheitsbehörden des jeweiligen Bundeslandes. Okay, und wie verhält es sich mit Urlaubsanspruch innerhalb des KUK? Oh, auch ganz, ganz schwierige Frage. Ich versuche es mal anhand einer Konstellation, alles andere wiederum auch in unserem Fragen- und Antwortenkatalog beantwortet. Es ist, unterstellen wir mal Folgendes, im Januar, Februar Urlaub verabredet worden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und jetzt fällt dieser Urlaub in die Kurzarbeitsphase. Da gibt es einen Teil der Juristen, die sagen, damit hat es das Thema Urlaub erledigt, denn Urlaub macht ja nur dann Sinn, wenn der Arbeitnehmer an sich hätte arbeiten müssen. Aber insbesondere bei Kurzarbeit 0 oder auch bei Kurzarbeit 50 beispielsweise, muss ja der Arbeitnehmer gar nicht arbeiten oder nur teilweise arbeiten. Andere Juristen, und denen stimme ich zu, sagen, das ist ja alles Unsinn. Wenn Urlaub beantragt wurde im Januar, Februar und der Arbeitgeber hat dem zugestimmt, dann befindet sich der Arbeitnehmer jetzt in Urlaub. Und wenn er in Urlaub ist, dann gibt es keine Arbeitspflicht. Und wenn es keine Arbeitspflicht gibt, dann macht Kurzarbeit keinen Sinn. Das heißt, dann hat der Arbeitnehmer vor dem Urlaub Kurzarbeit und nach dem Urlaub meinetwegen Kurzarbeit, aber während des Urlaubs nicht. Und dann muss der Arbeitgeber ihn auch während des Urlaubs 100% vergüten. Die Frage ist tatsächlich bis heute juristisch nicht abschließend geklärt. Okay, nächste Frage. Zwangsurlaub kann der Arbeitgeber Betriebsferien kurzfristig durchführen, wenn die Mitarbeiter noch unverplanten Urlaub haben und die Mitarbeiter soweit damit einverstanden sind? Wenn die Mitarbeiter einverstanden sind, kann man ja fast alles machen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber gerade beim Urlaub, wenn Einvernehmlichkeit besteht, alles gut. Okay, gut. Dann kommen doch einige Fragen auch gerade aus dem Bereich der Atemstimm- und Sprachtherapie, Logopädinnen. Da ist es so, dass ja viele Behandlungen auch in Schulen, integrativen Einrichtungen, Kindergärten stattfinden. Da diese in den Sommerferien geschlossen sind, erarbeiten sich die Mitarbeiterinnen in den Monaten vorher schon Plusstunden, welche dann während der Sommerferien aufgebraucht werden können. Wegen der Corona-Krise müssen die Überstunden nun schon im April aufgebraucht werden. Haben wir dann im Sommer noch Anspruch auf Kurzarbeitergeld? Das ist so ein bisschen hinten durch die Brust. Ja, also jetzt hatten wir schon ein paar sehr schwierige Fragen und ich glaube, das ist also wahrscheinlich die allerschwierigste. Ich bin ein bisschen im Thema, weil wir haben in Köln 3, 4 sehr, sehr große Betriebe, die genau auf diesem Feld tätig sind, zum Teil mit mehreren 100 Mitarbeitern. Und ich nehme es vorweg, es gibt hier keine 100% sichere Lösung, aber das ist wirklich eine Einzelfallbetrachtung, würde jetzt den Rahmen hier komplett sprengen. Es kann in der Tat sein, dass man hier zu einer Sonderlösung kommen muss. Ja, weil also ansonsten können diese Betriebe ihrem regulären Arbeitsauftrag, der ja auch ein Auftrag ist, der im Sinne unserer Gesellschaft ist, nicht mehr nachkommen. Ja, einfach aufgrund dieser zeitlichen Verzögerung von Arbeit und Nichtarbeiten. Aber ich habe dafür keine juristisch vorbereitete feste Lösung. Da müssten die wirklich nochmal
dann mit uns ins Gespräch kommen, entweder mit mir selber oder mit meinem Sozius, dem Kollegen Dr. Müller-Thehle, der hier zwei der genannten Unternehmen vertritt. Und wir haben uns sehr viel Gedanken schon dazu gemacht. Wir glauben, dass es eine Lösung gibt, aber sehr, sehr komplex und sehr vielschichtig. Super. Recht herzlichen Dank, Herr Dr. Schlegel. Auch hier bitten wir darum um Verständnis, die vielen Fragen, die noch da sind. Wir wollen auch der DAG, dem Andreas Doben, noch die Möglichkeit geben. Erstmal Ihnen recht herzlichen Dank, Herr Dr. Schlegel. Und ja, willkommen, Andreas. Ein sehr spannendes Thema hat sich ja ergeben, dass wir jetzt im Bereich der Heilmittel, im Bereich der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie die Möglichkeit haben, über die Telemedizin, sprich einer Videosprechstunde, ich nenne es jetzt mal Videosprechstunde, die Telemedizin durchzuführen und eventuell damit ein bisschen den Ausfall von Verordnungen aufzufangen, beziehungsweise Verordnungen, die nicht abgeschlossen sind, quasi zu beenden. Und da haben wir mit der DAG einen Anbieter, der auch in der Krise ja, zu den Heilmitteln steht und in der Pandemiezeit quasi kostenlos seine Videosprechstunde seine Videotherapie zur Verfügung stellt. Und da haben wir mit dem Andreas Doben, von Haus aus Physiotherapeut, glaube ich, einen kompetenten Ansprechpartner, der ein bisschen was dazu sagen kann. Andreas, hörst du uns und kannst du reden? Schauen wir nochmal eben. Wo ist er? Da ist jetzt unter Mitarbeiter wahrscheinlich. Freigeschaltet das? Ja, also Mikrofon ist eigentlich auf grün geschaltet. Andreas, wir hören dich nicht. Ah, er zeigt schon was. Sein Bildschirm sehen wir schon. Aber wir hören dich nicht. Andreas, hörst du da jetzt ein kleines Problem? Sein Bildschirm sehen wir, glaube ich, aber wir hören ihn nicht. Vielleicht versuchen wir ihn mal eben anzurufen und schalten ihn dann über Mikro. Wäre schade, wenn er jetzt nicht zu hören wäre. Wir versuchen uns ansonsten nochmal. Ich schalte das mal aus und dann nochmal ein. Andreas? So, bin ich jetzt zu hören? Ja, sehr jetzt schön. Klappt das. Wunderbar. Andreas, dein Feld. Das ist halt live. So. Dann nach kurzen Hardware-Problemen. Ja, auch wenn ich kurz nicht mehr mitbekommen habe, was noch gesagt wurde, schon mal danke für die Einleitung, auch wenn es technisch ein paar Probleme gab. Herr Loll hat das vorhin eigentlich schon schön gesagt, was die derzeitige Situation betrifft, denn alles ist letzten Endes mit heißer Nadel gestrickt und keiner weiß eigentlich so richtig genau, was wir jetzt machen können, was wir machen sollen und was wir vor allem machen dürfen. Und das betrifft natürlich auch den Bereich der Heilmittelerbringer mit den neuen Möglichkeiten der Videotherapie. Wir befinden uns da momentan in einer Situation, dass wir innerhalb von kürzester Zeit spontane Änderungen seitens der Kostenträger zur Verfügung gestellt bekommen haben, die vorher über Jahre oder Jahrzehnte lang von Berufsverbänden ja eigentlich nicht denkbar waren. Wir dürfen Fristen auf Heilmittelverordnung werden ausgesetzt. Wir dürfen auf einmal selbstständig Verordnungen ändern, auch ohne Rücksprache mit dem verordnenden Arzt. Und es wird halt jetzt auch die Videotherapie seit knapp einem Monat ermöglicht für den Bereich der Heilmittelerbringer. Und diese Masse und der Umfang der Änderungen, die letzten Endes jetzt eingeführt wurden, sind im Endeffekt so groß geworden, dass erstmal keiner die Rahmenbedingungen dafür so detailliert abstecken konnte, um letzten Endes einen sauberen Rahmen zu ermöglichen. Das heißt, auch die Kassenverbände, ob das der GKV-Spitzenverband, VDEK und Co., ob das die Heilmittelverbände sind aus dem Bereich Ergo, Logo, Physiotherapie, haben jetzt erstmal diese Rahmenbedingungen gesetzt und tasten sich sukzessive weiter vor, wie letzten Endes dann die Rahmenbedingungen noch weiter limitiert, erweitert werden können oder angepasst werden können auf den tatsächlichen Bedarf. Also gibt es da auch schrittweise Anpassungen in den entsprechenden Regularien und Vorgaben. Wenn wir mal schauen, Videotherapie, was ist erlaubt? Von dem
von der Gemeinsammeldung der gesetzlichen Krankenkassen ist am 18.03. hervorgegangen, dass verschiedene Heilmittelbereiche, also die Stimm-, Sprach- und Sprechtherapie, Schlucktherapie, ausschließlich im Bereich SCZ, auf den Indikationsschlüssel SCZ, Ergotherapie, Ernährungstherapie und Physiotherapie für die Bereiche Bewegungstherapie, Krankengymnastik und die KG-MUKO per Videotherapie durchgeführt werden darf. Diese Anpassungen wurden dann, oder diese Eröffnung wurde dann am 31.03. etwas konkreter angepasst. Es wurden einige Leistungen ein bisschen gekürzt, weil es sich dort eher um veraltete Indikationen handelte. Und auch schon vor inzwischen knapp 2 Wochen kam eine gemeinsame Meldung der Zentralen Prüfstelle für Prävention, der ZPP, dass auch nun Gruppenangebote, Präventionskurse für in Form von Videoangeboten durchgeführt werden dürfen. Und im Verlauf dieser Woche kam die Meldung, dass dies jetzt auch auf den Reha-Sportbereich ausgeweitet wurde. Also wir haben sowohl im einzeltherapeutischen als auch im Gruppenbereich Heilmittel- und Therapieangebote, die inzwischen vollständig digital über die Videotherapie durchgeführt werden dürfen. In der Einzeltherapie ist das erstmal begrenzt bis zum 31.05. Bei den Gruppenangeboten komme ich gleich noch drauf zu sprechen, was genau das eigentlich bedeutet und welche Regularien dort gelten. Diese Vorgaben sind natürlich erstmal sehr großzügig, da es innerhalb von der Kürze der Zeit und erstmal mit einer spontanen Meldung, ohne jetzt eine konkrete Anforderung zu haben, zu so einer Lockerung gekommen ist. Es werden natürlich aus den verschiedenen Verbandsbereichen laut, ja, und was ist mit dieser Therapie, aber ich kann meine Patienten im Altenheim nicht mit Videotherapie versorgen, denn dort gibt es das gar nicht und ich kann auch manuelle Therapie und manuelle Lymphdrainage beispielsweise nicht über die Videotherapie vollbringen. Ja, das ist alles richtig. Es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele therapeutische Bereiche, die ich nun mal in einem direkten Patientenkontakt erfüllen kann oder erfüllen muss. Aber es gibt halt auch ganz viele Bereiche, wo ich das eben nicht muss. Und gerade in den Populationen, wo ich das nicht muss, soll die Möglichkeit durch diese Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass ich diese Option nutze, dort, wo ich es nicht muss, auf die Videotherapie zurückzugreifen. Schauen wir erstmal ein bisschen genauer auf den Bereich der Gruppenangebote, denn dort gibt es noch ein paar Besonderheiten. Und zwar sind die Präventionskurse, die bereits angefangen wurden oder auch die noch beginnen, bis zum 31.12. in der Durchführung auch digital möglich. Das heißt, habe ich beispielsweise einen Präventionskurs mit einer Gruppe von 10 Personen begonnen, kann ich diesen Kurs entweder unterbrechen, auch da gibt es dann wieder gesonderte Regelungen, oder ich kann den Kurs digital in Form eines Gruppenangebotes fortführen und habe dann bis zum 31.12.2020 die Möglichkeit, diesen Kurs nach den regulären Vorgaben der ZPP zu beenden. Hier ist das nochmal ganz wichtig, dass die restlichen Rahmenbedingungen, was die prozentuale Teilnahme angeht, was die Inhalte angeht, dort gelten die regulären Anforderungen der ZPP, aber statt dem Termin, der durch den Patienten vor Ort wahrgenommen wird, im Gruppenangebot, ist hier halt das Medium Videotherapie möglich. Im Reha-Sportbereich haben die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen das Ganze etwas weiter aufgesplittet, aber haben die Limitierung eines Datums erstmal nicht gesetzt. Also der Reha-Sport ist so lange digital möglich, bis der Verband der Kostenträger dieses Angebot widerruft. Also steht dort erstmal kein konkretes Enddatum zur Verfügung. Daher die Bitte oder die Information regelmäßig informieren, bis wann die Durchführung des Reha-Sports digital möglich ist, um dort dann entsprechende Fristen nicht zu verpassen. Dazu kommt auch noch, dass das Reha-Sportangebot nicht für Herzsport- oder Kinderherzsportgruppen durchgeführt werden darf. Denn hier ist es eigentlich offensichtlich, dass die Anforderungen eines
Arztes, der sonst bei den Gruppenstunden entsprechend mit Defibrillator vor Ort sein muss, über das Videoangebot nicht gewährleistet werden kann. Und dementsprechend wurde es halt für diese Gruppenbereiche ausgesetzt. Und es ist sogar möglich, neue Mitglieder oder neue Patienten in die Reha-Sport-Angebote aufzunehmen. Also es muss sich nicht um eine laufende Verordnung handeln, sondern es können auch neue Verordnungen über die Videotherapie begonnen werden. Aber hier wurde eine ganz klare Anforderung seitens des GKV-Spitzenverbandes und der anderen Kostenträgerverbände gesetzt, dass vor dem Beginn der ersten Einheit eine ausführliche telefonische Aufklärung des Patienten stattfinden muss und es muss telefonisch im Vorfeld abgeklärt werden, ob der Patient zu einer Teilnahme an diesem Gruppenangebot in der Lage ist, ob Risiken bestehen, ob gesundheitliche Nebenerkrankungen oder Ähnliches besteht, dieses Angebot entsprechend limitieren würden. Und auch wenn andere Räumlichkeiten eventuell sogar eine höhere Teilnehmerzahl hergeben würden, ist die Gruppenteilnehmerzahl im Reha-Sport auf 15 Teilnehmer begrenzt worden. Also selbst wenn ich vorher in einer großen Turnhalle mit mehr als 15 Teilnehmern ein Reha-Sportangebot gemacht habe, dann darf ich dieses jetzt nicht mit mehr als 15 Personen zur gleichen Zeit durchführen. Das sind ein paar Besonderheiten im Bereich der Gruppenangebote, die gesetzt werden. Wann darf ich denn jetzt diese Videotherapie genau durchführen, beziehungsweise was muss ich dabei beachten? Als wichtigstes Kriterium zur Videotherapie ist das Einverständnis des Patienten oder auch des Gruppenteilnehmers, dass seine Therapie auf Basis der Videotherapie durchgeführt wird. Ohne dass er zustimmt, kann er es natürlich nicht machen. Und wie dieses Einverständnis auszusehen hat, dort sind die verschiedensten Berufsverbände nach vorne gegangen und haben ein Schreiben aufgesetzt, auf dem der Patient seine Daten einträgt, das manuell unterschreibt und dann beispielsweise per Fax oder per E-Mail zurück an die Praxis schicken kann und dort dann entsprechend die Termine für die Videotherapie vereinbart werden können. Es macht natürlich den Prozess der Videotherapie ein bisschen kaputt, wenn ich ein digitales Medium nutzen will und dafür erstmal ein Papier von A nach B schicken muss, das der Patient dann unterschreibt und mir wieder zurückschickt. Wie dieser Einverständnis einzuholen ist, dort ist noch keine eindeutige Antwort gegeben, denn die Berufsverbände geben dieses Schreiben vor. Keiner schreibt aber, dass es verpflichtend auf schriftlicher Basis eingeholt werden muss, sondern auch die Gesetzeslage zeigt hier, es muss ein Einverständnis eingeholt werden. Die KBV, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, hat diese Regelungen auf dem Papierwege und auf dem vorherigen Schriftwege von A nach B bewusst ausgesetzt und das schon seit längerem für den Bereich der Psychotherapie und der Ärzte. Hier ist es so, dass die Psychotherapeuten und die Mediziner die Einverständniserklärung des Patienten zur telemedizinischen Behandlung auch innerhalb der ersten Videositzung einholen können. Also wenn dort der Patient zustimmt, denn sonst hätte er sich in der Regel wahrscheinlich nicht zu einer Videotherapiesitzung angemeldet, dann gilt dies auch als Einverständnis und kann entsprechend dokumentiert werden. So ist es bei der KBV. Die Heilmittelberufsverbände haben in der Regel die schriftliche Einverständniserklärung zur Verfügung gestellt. Und eine Anfrage, die ich an den KBV-Spitzenverband bezüglich der Einverständniserklärung gestellt habe, wurde so beantwortet, dass dieses schriftliche Einverständnis auch seitens der GKV nicht sein muss, sondern dass hier auch eine Möglichkeit über die Einverständniserklärung per E-Mail zum Beispiel, dass der Patient formlos eine E-Mail an das Therapiezentrum schreibt, ich bin mit einer Behandlung per Video einverstanden und auch das als entsprechend legitim gewertet wird. Also die Einverständniserklärung kann auf verschiedenen Wegen geholt werden und es ist eher der eigenen Absicherung überlassen, auf welchem Wege diese Einverständniserklärung letzten Endes beim Therapeuten landet. Wichtig ist nur, der Patient muss vorher gefragt werden, ob er mit der Durchführung einer Videotherapie einverstanden ist oder nicht. Dann, der Patient muss mündig sein.
Mündigkeit heißt hier, es ist theoretisch auch möglich, dass mit kognitiv eingeschränkten Patienten eine Videotherapie durchgeführt wird. Hier ist dann zum Beispiel die Anwesenheit oder das zu Beginn zumindest gegebene Einverständnis in die Videotherapie des entsprechenden gesetzlichen Vormundes nötig. Das ermöglicht aber auch zum Beispiel eine Videotherapie mit Kindern. Denn hier sind ja auch viele Edukationsmomente mit dabei oder die Therapie der Kinder erfolgt ja in vielen Bereichen auch durch die Edukation oder die Anleitung der Eltern. Und das kann natürlich auch per Video passieren. Also auch Therapie mit Kindern ist über die Videotherapie möglich. Dazu muss mein Patient natürlich und im besten Fall auch der Therapeut die kognitive und auch die technische Kompetenz haben, eine entsprechende videotherapeutische Behandlung umzusetzen. Denn wenn er nicht in der Lage ist, die technischen Elemente zu bedienen oder entsprechenden Handlungsanweisungen des Therapeuten Folge zu leisten, auch ohne einen taktilen Reiz, ohne entsprechende Hilfestellung, dann kann ich natürlich mit ihm keine Videotherapie machen. Der nächste Punkt ist, es darf keine Eigengefährdung, zum Beispiel durch ein Sturzrisiko vorliegen. Das ist natürlich insbesondere in dem Bereich Reha-Sport und Gruppen ein immens wichtiger Punkt, denn hier habe ich nicht nur den Auftrag, einen Patienten gleichzeitig, sondern im schlimmsten Fall 15 Patienten gleichzeitig auf einem Videotool zu beobachten und dort entsprechende Sturzrisiken mit bewerten zu können. Also sollte ich mir schon relativ sicher sein, dass der Patient sich in dem Moment, wenn er die Videotherapie erhält oder wenn ich mit ihm Übungen mache, dass er sich nicht selbst gefährdet und dort schlimmere Konsequenzen letzten Endes auftauchen, als an Nutzen durch die Therapie entsteht. Und der letzte Punkt ist kein direkt oder hart bewertbarer Punkt. Denn die Behandlung des Krankheitsbildes muss via Telemedizin möglich sein. Hier hat der Therapeut natürlich in erster Linie mal den Hut auf und entscheidet, ob dieses Krankheitsbild in dem Moment per Telemedizin Behandlung möglich ist, in Form mit den Behandlungsansätzen, die er als richtig hält, für den Patienten in dieser Situation behandeln zu können. Natürlich kann das manualtherapeutische Intervention zum Beispiel eher nicht sein, aber bei vielen Krankheitsbildern ist die Edukation auch ein großer Bestandteil der Therapie und vielleicht kann ich auch einzelne Therapiesitzungen auskoppeln und die dann per Video durchführen und den Rest, den ich dann nicht per Telemedizin durchführen kann, vor Ort im Zentrum durchführen oder wenn die Quarantänemaßnahmen wieder gelockert werden. Aber in erster Linie ein Krankheitsbild, das ich nicht über Video behandeln kann, kann ich natürlich auch nicht, also eine manuelle Lymphdrainage wird nie über Telemedizin möglich sein. Ne? Das wäre ein Krankheitsbild oder ein Indikationsbereich, wo das nun mal einfach nicht geht. Welche Kostenträger betrifft das insgesamt? Dort sind die GKV seit dem 18.03. eigentlich vorgeprescht und haben erstmal gesagt, ja, hurra, macht Videotherapie, wir erlauben das für die oben genannten oder vorhin genannten Punkte. Auf dieses initiale Vorschreiben der GKV sind die privaten Krankenversicherungen und auch die Berufsgenossenschaften in Form der DGUV mit aufgesprungen und eigentlich zahlen oder beschränken sich die Freigaben alle auf die gleichen Indikationsbereiche. Also es sind immer noch die Logopäden, die Ergotherapeuten, Ernährungsberater und die Physiotherapeuten, wo die Kosten für die entsprechenden Heilmittelleistungen finanziert werden. Der wichtige Punkt hier ist die PKV, denn die Kostenzusage wurde seitens des PKV-Verbandes getätigt, dass die entsprechenden privaten Krankenversicherungen auch die Leistungen bezahlen, aber es ist empfehlenswert, wenn Unsicherheiten bestehen, soll der Patient sich im Vorfeld einmal die Bestätigung der Kostenübernahme durch seine private Krankenversicherung erteilen lassen, denn im Zweifelsfall würde er sonst im Nachgang auf den Kosten sitzen bleiben. Also wer hier auf Nummer sicher gehen will, empfiehlt dem Patienten, dass er dies mit seiner Krankenkasse entsprechend abklären soll, ob eine telemedizinische Behandlung mitfinanziert wird. Und wenn dem so ist, weil die meisten folgen ja den Vorgaben des PKV-Verbandes, dann steht auch hier einer Finanzierung des entsprechenden Heilmittels nichts im Wege. Was muss ich noch beachten?
neben den Rahmenbedingungen, also welche Heilmittel ich abrechnen darf, ich habe keine Selbstgefährdung des Patienten, der ist kognitiv in der Lage, der ist auch technisch in der Lage, der ist beim richtigen Kostenträger inzwischen versichert. Was muss ich noch haben, um eine Videotherapie durchführen zu können? Ich brauche einen Raum mit Privatsphäre, also ich darf natürlich eine Videotherapie nicht einfach so mitten auf dem Marktplatz machen, sondern der entsprechende Schutz der Patientendaten muss auch dort gewährleistet sein. Ob das Ganze allerdings in der Praxis stattfindet oder zu Hause, das spielt in erster Linie mal keine Rolle. Also auch zu Hause habe ich die Möglichkeit in einem privaten Raum, wo kein anderer erstmal da mit von der Therapie betroffen ist oder mir drei Kinder während der Videotherapie um die Beine spielen. Solange ich diese Möglichkeiten zu Hause habe, kann ich auch Videosprechstunden von zu Hause aus durchführen. Und auch seitens des Patienten sollte natürlich eine entsprechende Privatsphäre oder eine geschützte Räumlichkeit gegeben sein, um einfach auch in ein adäquates Therapiesetting gewährleisten zu können. Und da ist der Fokus auch mit auf dem, was in der Videoübertragung passiert, gesetzt werden kann. Darüber hinaus ist empfehlenswert, dass die verwendete Sprechstunde oder die verwendete Software, App oder Ähnliches auf jeden Fall DSGVO-konform sein sollte und bestenfalls auch KBV-zertifiziert, denn die KBV-Zertifizierung beschreibt letzten Endes, dass eine entsprechende Sicherheit der Patientendaten gewährleistet ist und steht damit so an der Spitze der telemedizinischen Zulassungskriterien und ist auch für alle anderen Bereiche zugelassen. Also Ärzte, Psychotherapeuten, jeder kann ein KBV-zertifiziertes Tool für die Videosprechstunde eigentlich sicher nutzen. Dazu muss ich auch drumherum noch an ein paar Rahmenbedingungen denken. Ich muss einen sauber ausgeleuchteten Raum haben. Natürlich eine Videoübertragung im Dunkeln macht relativ wenig Spaß für beide Seiten. Ich muss eine adäquate technische Ausrüstung haben, wie man es bei mir gerade gemerkt hat. Ne? Manchmal spinnt auch die Kamera oder das Mikrofon ein bisschen. Da muss ich mich einfach sauber mit bewegen können. Ich muss ein Mikrofon haben, das entsprechend meine Sprache auch sauber wiedergibt. Und eine Kamera, das kann auch an Mobilgeräten oder Ähnlichem sein, mit einer entsprechend hohen Auflösung, die eine saubere Bildübertragung gewährleistet. Und damit es währenddessen nicht zum Stockeln oder zum Ruckeln kommt, brauche ich auch eine adäquate Internetgeschwindigkeit. Also all das, was letzten Endes technisch und organisatorisch drumherum passieren muss, um eine saubere Sprechstunde machen zu können. Jetzt ist die Folie nochmal ein bisschen voller. Denn in der Regel ist es ja so, dass der Patient nach dem Erhalt seiner Heilmittelleistung diese auch bestätigen muss. Das passiert normalerweise mit einer Unterschrift auf der Rückseite der Heilmittelverordnung. Und hier war es in der ersten Instanz so vom 18.03., dass die GKV gemeldet hat, der Leistungsnachweis kann auch digital erfolgen. Das hieß erstmal alles und nichts. Also irgendwie kann der Patient digital bestätigen, dass er seine Leistung erhalten hat. Aber wie genau, das wurde gar nicht gesagt. In der ersten Nachbesserung jetzt vom 31.03. Wurde das Ganze dann schon mal ein bisschen konkretisiert. Also der Patient verschickt nach der Behandlung eine E-Mail oder ein Fax. Die SMS haben wir hier mal eher in Klammern an den Leistungserbringer. Und kann dort einfach sagen, ich habe am folgenden Datum die Behandlung von Herrn, Frau so und so erhalten. Und dies kann auch dann bei der Abrechnung als Leistungsnachweis oder dient dem Leistungsnachweis bei der Abrechnung. Wichtig dabei, ich muss diese E-Mails, die der Patient mir dann geschrieben hat, muss ich nicht ausdrucken und zur Abrechnung an die Verordnung tackern, sondern ich kann den Leistungsnachweis einfach abspeichern oder in die Patientenakte legen und dieser muss nur auf Anforderung des entsprechenden Kostenträgers dann vorgelegt werden können. Dazu wird wie gewohnt auf der Rückseite der Heilmittelverordnung das Datum, das angewandte Heilmittel und zusätzlich ein Vermerk mit V- oder Videotherapie eingetragen. Hier haben wir noch den kleinen Sonderstatus, dass die Ernährungstherapie auch telefonisch stattfinden kann. Hier wäre es dann einfach statt einem V ein T. Oder eine telefonisch durchgeführt, mit beim Heilmittel entsprechend vermerken und auch dann den Leistungsnachweis digital einholen
Und ja, wenn das Rezept dann fertig ist, kann es wie gewohnt in die Abrechnung gehen. Eine kleine Besonderheit haben wir in den Anforderungen beim Reha-Sport. Hier ist dieser digitale Leistungsnachweis nicht erlaubt, zumindest noch nicht erlaubt, Status heute. Hier ist es so, dass die Unterschrift weiterhin auf der Verordnung erfolgen muss. Für die Leute, die das schon digital machen, läuft das ja dann auch schon über die digitale Abrechnung. Aber auch die muss dann entsprechend von dem Patienten tatsächlich vor Ort geleistet werden. Das kann aber auch im Nachgang passieren. Also, wenn ich da die Möglichkeit habe, dann oder ja, vom Grundprinzip arbeitet der Therapeut in Anführungsstrichen mal ein bisschen auf Halde und kann sich dann die Leistung im Nachgang unterschreiben lassen. Deshalb wird auch empfohlen, sich entsprechende Nachweise mit einzuholen von dem Patienten, auch wenn er die Unterschrift dann später zusätzlich nochmal tätigen muss, denn im Zweifel hätte ich sonst keinen Nachweis meiner erbrachten Leistung. Deshalb ist das in der Vorgehensweise empfehlenswert, das identisch zu machen. Die Gruppenteilnehmer sollen einfach nach der Reha-Sport-Einheit eine kurze E-Mail schreiben. Hier, ich habe meine Reha-Sport-Einheit erhalten. Aber die letztendliche Unterschrift kann dann erfolgen, ja, sobald die Patienten wieder vor Ort ihre Unterschrift leisten können. Wie sieht das ganze Spiel aus? Wir haben von der Deutschen Arzt-AG her einen kostenfreien Zugang für die Videosprechstunde unter sprechstunde.online eingerichtet. Also jeder Heilmittelerbringer, jeder Arzt, jeder Psychotherapeut hat derzeit die Möglichkeit, bis zum Ende der Corona-Krise die Sprechstunde online kostenfrei zu nutzen. Dazu geht ihr einfach auf die Website, klickt auf Jetzt registrieren, verfolgt ein paar füllt ein paar Informationsinhalte aus über sich bzw. seine Praxis und erhält dann in Kürze nach der Registrierung auch eine Freischaltungsmail, dass er als entsprechender Experte ja, freigegeben wurde für die Videosprechstunde und kann dann kostenfrei mit dem Tool arbeiten. Es gibt sicherlich auch noch einige andere Anbieter, die auf dem Markt derzeit unterwegs sind. Da ist die Empfehlung, orientieren Sie sich an der KBV-Aufstellung von zertifizierten Videodienstanbietern. Auch hier ist natürlich, sind andere Lösungen möglich. Wir bei der Sprechstunde Online haben den einfachsten Weg für den Patienten gewählt, denn es ist keine zusätzliche Softwareinstallation nötig, sondern wir arbeiten rein über den Browser. Also mit Chrome, Firefox und Co. Sie schicken dem Patienten einen Link, er klickt da drauf und kann sich direkt in die Videosprechstunde einwählen und hat dort den möglichst einfachen Zugang. Aber natürlich sind auch andere Lösungen möglich, um Videosprechstunden durchzuführen. Alles in allem war es das von meiner Seite. Zwei Kontaktadressen möchte ich Ihnen einmal zur Verfügung stellen. Das eine ist meine, das andere ist die von Herrn Schneider. Alles, was mit der Sprechstunde online zu tun hat, was im Nachgang noch an Konditionen für einzelne Praxen und alles drumherum zu tun hat, da ist Tim Schneider der richtige Ansprechpartner. Für alles, was die rechtliche Situation für die Verwendung der Heilmittelerbringer oder für die Verwendung der Sprechstunde im Heilmittelbereich angeht, stehe ich sehr gerne als Ansprechpartner mit zur Verfügung. Dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis, und zwar ist das brandaktuell von Thieme veröffentlicht worden. Und zwar haben die einen kleinen Leitfaden erstellt für die Videotherapie im Bereich Physiotherapie, den sie jetzt auch mit einem kleinen Webtutorial, ja, wenn ich das richtig gesehen habe, mit zur Verfügung stellen. Also dort durchaus auch mal reinschauen. Da werden einfach noch sinnvolle und hilfreiche Tipps gegeben, wie mit der Videosprechstunde im physiotherapeutischen Bereich vorgegangen werden kann. Gut, und dann hoffe ich jetzt mal, dass die Technik auch wieder zurückfliegt und dann haben wir ganz viel Zeit für offene Fragen und noch Diskussionen. Super. Andreas, ich danke dir recht herzlich. Auch da im Vergleich zu letzte Woche schon wieder das ein oder andere Neue, wie zum Beispiel auch der Reha-Sport. Da ist auch meine erste Frage. Du hast gesagt, dass ich also quasi auch eine neue Verordnung im Reha-Sport annehmen kann. Kann ich denn auch einen neuen Kurs direkt installieren über die Videosprechstunde? Das heißt, dass ich einen neuen Kurs angebe und den zertifizieren lasse?
einen neuen Kurs zertifizieren lassen beim Reha-Sport oder bei der oder die Präventionskurse? Beides. Beides. Ja, die, also gehen wir zuerst mal auf den ZPP-Bereich ein. Die Zentrale Prüfstelle für Prävention hat diese Einführung auch etwas gelockert. Also ich kann jetzt auch neue Kurse starten und kann die Inhalte dann videotherapeutisch umsetzen. Das geht. Allerdings einen neuen Kurs jetzt zertifizieren, der ausschließlich auf der Umsetzung per Video basiert, das funktioniert eher nicht, sondern ich muss ihn dann als Vor-Ort-Kurs regulär zertifizieren lassen. Wo es noch kleine Sonderstellungen gibt, ist die Einweisung in Behandlungskonzepte, die sonst vor Ort stattfinden muss, die darf ich jetzt auch digital durchführen. Also ich darf Kollegen in die Durchführung meiner Konzepte auch jetzt digital einweisen und das entsprechend melden und zertifizieren lassen. Das gilt dann für 1,5 Jahre. Das funktioniert auch digital. Ansonsten wäre das im Online-Bereich eher ein Selbstlernprogramm, was dann auch entsprechend als solches zertifiziert sein muss. Okay. Bei Reha-Sport müssen die Gruppen ja eh, ja doch, die müssen angemeldet werden. Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nochmal in die Vorgaben des GKV-Spitzenverbandes reinschauen. Ich bin mir relativ sicher, dass dort Angaben dazu gemacht sind, die habe ich aber gerade selber nicht im Kopf. Ja, trotzdem danke. Dann noch zur Einverständniserklärung hier nochmal eine Rückmeldung. Der Deutsche Verband der Ergotherapeuten berät zum Einverständnis der Klienten die telefonische Einholung der Einverständniserklärung und dazu eine schriftliche Dokumentation in der Patientenakte. So wird auch verfahren, wenn es zu Änderungen an der Verordnung im Einvernehmen mit dem Arzt kommt. Also eigentlich das, was du gesagt hast, ist hier nochmal bestätigt worden, dass ich mir quasi da eine telefonische Einholung holen kann und dann dementsprechend das in der Akte vermerke. Das nur nochmal danke an die Ergotherapie. Dann haben wir noch eine Frage. Mal gucken. Ist die Sprechstunde online? Eine Frage an euch jetzt speziell. Auch die Gruppe mit so 6 Personen möglich? Das heißt, könnt ihr quasi auch Gruppen abbilden bei euch? Derzeit können wir das nicht. Einfach aus Performance-Gründen mussten wir dieses Feature leider abschalten, da die Anfrage nach Videosprechstunden derart groß geworden ist, dass wir das nicht leisten können. In Zukunft werden wir das auch wieder tun. Aber in der derzeitigen Situation können wir das leider nicht. Okay, dann noch eine Frage für die Logopäden, glaube ich. Lassen sich bei Sprechstunde online auch mehrere Webcams vom Therapeuten nutzen, zum Beispiel zum Zeigen von Notizen, Vorlage der Stifthaltung etc.? Ja, auch das können wir nicht gleichzeitig, aber im Wechsel. Just seit gestern Abend, dort konnten wir ein neues Update einspielen, das dieses Feature mit unterstützt. Also ich kann sowohl auf beispielsweise einem Laptop, wenn ich mehrere Kameras habe, kann ich zwischen den Kameras hin und her switchen, als auch wenn ich das Ganze von einem Mobilgerät aus mache, kann ich zwischen Front- und Rückkamera hin und her wechseln. Also das geht schon mal ohne Probleme. Dazu habe ich noch die Möglichkeit, wie wir es jetzt hier letzten Endes im Webinar auch haben, eine Screensharing-Funktion. Also ich als Experte, wenn ich ein schönes Bild bei mir auf dem Rechner habe, kann ich auch einfach meinen Bildschirm oder nur ein spezielles Fenster mit dem Patienten teilen und ihm dann dieses Bild zum Erklären einfach zeigen. Und wenn ich dann wieder zurück zur Kamera will, dann schalte ich das Screensharing einfach aus und es geht ganz normal weiter. Und aus der Sprechstunde raus habe ich auch einen geschützten Dateiversand als Möglichkeit. Also wenn ich dem Patienten Bilder, Edukationsmaterialien oder Ähnliches als PDF zuschicken will, dann kann ich das auch einfach, oder ein Foto von irgendwas zuschicken will, dann kann ich das auch einfach aus der Sprechstunde raus direkt tun. Super. Vielen Dank, Andreas. Christoph hier. Wir bedanken uns bei dir und weisen nochmal darauf hin, dass wir mit Sicherheit heute nicht alle Fragen beantworten konnten. Gerade auch jetzt in deinem Bereich kommen noch einige Fragen hier rein in den Ticker. Aber wir bieten ja an, dass wir die Webinare zu den speziellen Themen auch jetzt mittlerweile kostenfrei
dass Sie daran teilnehmen können. Gehen Sie dazu einfach auf unsere Seite, heilmittel-expertenforum.de. Dort gibt es den Bereich Webinare. Und wir haben ja die Schwierigkeit, dass nicht nur Corona uns in Atem hält, sondern jetzt kommen ja auch noch die Osterfeiertage. Das heißt, jetzt für die Umsetzung oder Änderung in dem Bereich ist es alles sehr, sehr, sehr eng, mit heißer Nadel gestrickt. Die Webinare, die Sie dort aussuchen können zu den speziellen Themen, eben auch Teletherapie, werden kostenfrei angeboten. Momentan sind sie noch bepreist mit 19,95 €. Das wird sich jetzt am Dienstag ändern. Warten Sie einfach ab, gehen immer wieder mal drauf und schauen, bis sie kostenfrei angeboten werden, dann können Sie da auch dran teilnehmen. Wir haben uns entschieden, alle Themen zum Thema Corona, alle Webinare kostenfrei anzubieten. Ja, gut. Eine ganz kurze Frage noch. Der Leitfaden auf Teamer, hast du gesagt, ist der auf der Teamseite zu finden oder muss ich da einen speziellen Link eingeben? Ich glaube, der einfachste Weg ist über deren Facebook-Präsenz, über Thieme liebt Physiotherapeuten. Dort ist das der aktuellste Post, da braucht man nur ein bisschen scrollen und dann hat man den direkt zusammen auch da. Ansonsten gibt es den Link auch direkt zur Thieme-Seite. Die haben das auch entsprechend dargestellt, beziehungsweise den Link auch über Thieme selbst. Das läuft unter dem Bereich, kann ich leider aus dem Link nicht sehen. Also es ist auf jeden Fall ein Online-Artikel, der steht. Okay, aber auf Facebook ist ja auch schon mal eine Möglichkeit, dass man da bei Thieme schauen kann. Also es läuft bei Thieme.de, Physiotherapie, Leitfaden, digitale Physiotherapie. Unter dem Track sollte das zu finden sein. Hervorragend. Okay, wir hoffen, dass Ihnen unser heutiges Angebot gefallen hat. Wir haben auf unsere ersten Webinare sehr viel positive Resonanz bekommen, aber auch den Hinweis, dass es eben sehr viele Informationen waren. Na gut, aber wenn man solche Experten da am Start hat, denke ich mal, sollte man die Zeit auch nutzen und wir haben sie genutzt. Wenn Sie sich bedanken möchten zu dem kostenfreien Webinar, würden wir uns freuen, wenn Sie die Chance nehmen, auf unserer Seite, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, heilmittel-expertenforum.de, einfach an der Umfrage teilzunehmen und uns und Ihnen auch damit helfen, dass wir ein klareres Bild über Ihre wirtschaftliche Situation bekommen, zu steuerrechtlichen, arbeitsrechtlichen Themen eben auch bekommen. Und das spiegeln wir Ihnen wieder. Das werden wir auf der Seite die Ergebnisse dann auch Mitte, Ende nächster Woche dann Ihnen zur Verfügung stellen. Wir bedanken uns, wünschen Ihnen ein frohes Osterfest. Genau. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund und schauen Sie einfach, weitere Webinare bieten wir an. Auch dieses Webinar werden wir wieder anbieten, auch das kostenfrei. Da müssen wir halt gucken, wie wir die Referenten wieder unter einen Hut kriegen. Schauen Sie einfach mal auf die Seite, informieren Sie sich. Wir versuchen immer top aktuell zu sein. Bedanken uns von Seiten der Optadata und der ETL. Wünschen schöne Ostern, bleiben Sie gesund und nutzen Sie das schöne Wetter. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.